Wir sind jetzt hier im Workshop 3. Genau, es geht um die weltweite Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Georg Mehlhardt. Ich arbeite seit 2008 am Ökonstitut, werde es heute ein bisschen moderieren. Überwiegend bin ich tätig sozusagen im europäischen Bereich, auch dort im Sektor der Abfallwirtschaft. Wir haben ungefähr 120 Minuten zur Verfügung. Wir haben uns vorgenommen, dass wir sozusagen vom Podium aus hier so circa 40 Minuten ein bisschen Impuls geben, aber dann auch durchaus sozusagen Raum für Gespräch, fast ja in dem Format, das wir haben, möglich ist, um sozusagen auch aus diesen Impulsen dann weitere Diskussionen eines Workshops auch entstehen zu lassen, wobei natürlich sowohl Sie als auch die Experten hier vom Podium dann eben entsprechend Zeit dafür haben. Heute Vormittag haben wir im Grunde nur einen kleinen Zipfel von dem Projekt Deutschland Rohstoffwende 2049 gesehen, weil im Grunde es wurden dort zwei Materialien von insgesamt 75 und ich glaube 12 exemplarische Materialien, die durchdekliniert wurden, gezeigt und auch nicht in allen Details. Also daher war das jetzt wirklich nur so ein Appetizer, um das später zu sehen und was auch die Komplexität der Themen zeigt, mit denen wir uns befassen wollen. Und im Workshop 1 wird es ja weiter vertieft, was in Deutschland da möglich ist. Im Workshop 2 geht es um die Gewinnung von Primärrohstoffen, was ja auf der Tagesordnung durchaus schon etwas weiter vorangeschritten ist, dass es dort kritische Rohstoffe gibt. Es gibt Hersteller, die damit sehr gut reüssieren, dass sie eben zertifizierte Materialien verwenden. Es scheint sozusagen eine kleine Anfahrrampe zu geben in diesem Bereich der zertifizierten Rohstoffe oder der Auseinandersetzung mit Rohstoffen aus dem Ausland. Im Workshop 3 geht es jetzt um das Recycling außerhalb von Europa. Wo haben wir damit Bezüge mit dem Recycling außerhalb von Europa? Wir haben im Grunde über zwei Stellen Bezüge. Einerseits, dass wir sozusagen Materialien exportieren für Wiederverwertung, Wiederverwendung im außereuropäischen Ausland, aber auch, dass wir natürlich Sekundärrohstoffe aus dem Ausland importieren und hier verwenden. Beides sind sozusagen die Verknüpfungen, die wir da haben mit diesen Strukturen. Und drittens, dass wir natürlich in der Kooperation und die Unternehmen von Deutschland oder die in Deutschland gelistet sind, im Eigentum mal eine andere Frage noch, haben Verflechtungen dorthin. Aber auch zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit, von der wir auch einen Kollegen hier haben, haben da viele Verflechtungen und Möglichkeiten, da vielleicht auch Einfluss zu nehmen. Ich möchte noch mal ganz kurz sozusagen die Kollegen vorstellen, die neben mir sitzen. Das ist zunächst Herr Dr. Rummler aus dem Bundesumweltministerium, dort seit 2005 Unterabteilungsleiter Kreislaufwirtschaft und da natürlich zuständig für die nationale Abfallwirtschaftsthemen, aber auch für die aktuelle Diskussion auf europäischer Ebene um das Kreislaufwirtschaftspaket, was da ja heiß verhandelt wird und auch immer sehr schwierig mit den vielen Mitgliedsländern im Rat und erst recht im Parlament. Die furchtbar unübersichtliche Stellungnahme ist allen Beteiligten ein Horror. Aber eben auch zum Beispiel Bestandteil in diesem großen Feld ist eben auch die Umsetzung der Abfallverbringungsverordnung. Ein kleiner Teil davon, aber eben hier vielleicht auch ganz interessant. Wolfgang Pfaff-Simoneit ganz rechts ist seit den 80er Jahren in Entwicklungszusammenarbeit im Themenfeld Abfallwirtschaft tätig, seit langen Jahren jetzt auch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Entwicklungsbank tätig und auch Obmann des Fachausschusses Internationale Abfallwirtschaft und hat sich natürlich über diese langen Jahre einiges an Erfahrung versammelt, wie man eigentlich sozusagen unter welchen Bedingungen Investitionen und wirklich sozusagen Geldfluss sinnvoll und möglich ist. Und welche Randbedingungen dafür erforderlich sind. Also sozusagen die eine oder andere Deponie, die dann überraschenderweise in zwei Jahren vollgelaufen ist, weil das Recycling nicht stattgefunden hat, hat er wahrscheinlich gesehen. Tobias Schleicher, auch hier in der Mitte, ist seit 2011 am Öko-Institut, ist Volkswirt von seiner Herkunft und beschäftigt sich intensiv mit Fragen zu Standards, Zertifizierung, Corporate Social Responsibility,
auch für den Bereich Sekundärrohstoffe jetzt neu sozusagen, die aus dem Ausland bezogen werden. Das ist so ein bisschen erwachsen aus den Primärrohstoffen. Was ist eigentlich mit den Sekundärrohstoffen los? Wir hatten da ja auch ein Projekt zum Beispiel zu den Bleihütten, Spendenprojekt, was wir auch aus Eigenmitteln gemacht haben, was auch sehr, sehr spannende Ansatzpunkte und auch Verknüpfungen mit Partnern im Ausland gebracht hat. Genau, er ist aber sozusagen ist er kein Theoretiker. Es gibt ja manchmal so in der Corporate Social Responsibility Szene, da gibt es so ein paar sehr theoretische Ansätze, sage ich mal. Tobias ist sozusagen mit den Füßen in Ghana und in Nigeria und in Indonesien unterwegs und kennt auch die Verhältnisse vor Ort. Last not least, auch noch Peter Kurt, auch er Jurist und seit 2009 Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgung Wasser- und Rohstoffwirtschaft. Zwischenzeitlich auch Präsident des Europäischen Verbandes, der da wahrscheinlich die Präsidentschaft ein bisschen rotiert über die Länder. Bei ihm ist es natürlich so, dass er ein großes Bandbreite an Interessen vertreten muss in seinen Mitgliedern, die manchmal auch unterschiedlich sein können natürlich. Und ich würde jetzt gerne mit dem Statement von Herrn Kurt einsteigen. Wir wollen das nicht unbedingt als große Präsentation machen, auch um das lebhafter zu machen, weil am Ende vom Tag können sich die Menschen trotzdem nur drei Mitteilungen merken, egal ob es über Bilder oder über Musik oder über eine gute Rede präsentiert wird. Und Herr Kurt wird also eine kurze Mitteilung ohne Präsentation machen. Die Frage ist so ein bisschen eben, dass für manche Sekundärrohstoffe ist ja Europa ein Exporteur, für andere ist es ein Importeur. Und auch die Qualität des Recyclings, wenn es eben exportiert wird ins europäische Ausland, ist immer wieder umstritten. Und die Frage, die dann auftaucht, können solche Zertifizierungen für Anlagen im Ausland, könnten die sozusagen die Menge und die Qualität der Rohstoffwiederverwendung generell steigern und zu einer Reduzierung der Umweltbelastung und Gesundheitsbelastung beitragen? Oder bedarf es auch hier eine Differenzierung? Weil wir wissen ja durchaus, dass das nicht nur eine Frage der Anlagen und der Anlagentechnik ist, sondern ist möglicherweise für manche Stoffe auch eine Frage der Verwendung nachher und des Marktes für diese Materialien. Aber vielleicht, dass Sie erstmal sagen, wie sich eigentlich Ihre Unternehmen in diesem Zusammenhang aufstellen über die Import- und Exportströme. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Mehlert. Aber Sie sagen wahrscheinlich zu Recht, jeder hat nur die Chance oder jede Veranstaltung hat die Chance, mit drei Botschaften rauszukommen. Dann will ich doch lieber auf einen anderen Aspekt noch eingehen, vor allem an Ihrem Ansatz, einen eigenen Workshop dem Thema Recycling außerhalb Europas zu widmen, was ich daran gut finde, weil wir wissen, dass im Grunde da die ganz großen Hebel liegen und dass da auch relativ schnell deutlich mehr passieren muss als heute. Diese eine Zahl, die vor einiger Zeit noch mal veröffentlicht wurde, wir gehen davon aus, dass jeder Bundesbürger, / Bundesbürgerin, pro Jahr 20 Tonnen Rohstoffe verbraucht, überwiegend gebraucht. Das ist etwa das Doppelte, um es verkürzt zu sagen, dessen, was der durchschnittliche Chinese in Anspruch nimmt. Das ist das Fünffache dessen, was der durchschnittliche Inder in Anspruch nimmt, das ist das 50-fache dessen, was der durchschnittliche Afrikaner in Anspruch nimmt. Und das bedeutet, dass wenn sich in diesen Ländern ein Produktions- und Konsumniveau entwickelt, das auch nur in Ansätzen dem bundesdeutschen Maßstab entspricht, dann reden wir bei dem Thema Rohstoff und absehbare Rohstoffversorgung über noch ganz andere Dimensionen, als wir das nur auf Deutschland bezogen tun. Deswegen ist der internationale Aspekt wichtig. Es ist ein zweiter. Ich glaube, dass die bundesdeutsche Recyclingwirtschaft im allerweitesten Sinne, und damit meine ich nicht nur Unternehmen, die Entsorgung und Recycling betreiben, sondern ich meine eben auch Anlagenhersteller, Behälterproduzenten etc., dass die im Zusammenwirken wirklich gute Lösungsmodelle anbieten können. Und das Interesse und die Nachfrage danach ist immens. Wir haben jede Woche Anfragen auf dem Tisch von anderen Ländern, von Städten, von anderen Verbänden, die sagen, sie hätten gerne bundesdeutsches Know-how,
für die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft. Es geht Ihnen nicht nur darum, eine Anlage zu kaufen und irgendwo in den Sand zu setzen, sondern es geht Ihnen darum, auch den Betrieb zu entwickeln. Also, wie macht man das in einem großstädtischen Ballungsraum, Getrenntsammlung? In welchem Verhältnis werden perspektivisch thermische Verwertung und stoffliche Verwertung, Recycling stehen? Welche Voraussetzungen müssen von den Städten geschaffen werden? Wie bindet man den zivilen Sektor, den es dort heute gibt, ein? Das sind Fragen, mit denen, ich bin da selber überrascht, viele auf uns auch zukommen als Verband. Und so sehr mich das freut einerseits, so sehr sehe ich auch, dass da ein Verband alleine etwas an seine Grenzen stoßt. Ich würde mir unsere Branche breiter aufgestellt, internationaler aufgestellt wünschen, als sie es heute noch ist. Wir haben eine starke Gruppe an mittelständischen Unternehmen, sage ich jetzt mal so 100 bis 300 Millionen Euro Umsatz, die nach meinem Geschmack viel zu wenig international unterwegs sind. Also das sind die Punkte, die mich da auch ein bisschen umtreiben. Und natürlich ist es so, dass wir Unternehmen haben, die in der Bundesrepublik Anlagen betreiben oder in Europa Anlagen betreiben und am liebsten die hier erfassten Sekundärmaterialien, Wertstoffe bekommen zur Aufbereitung. Wir haben andere Unternehmen, die im weltweiten Handel mit Sekundärrohstoffen, insbesondere China, muss ich nicht ausdrücklich betonen, unterwegs sind. Wir haben Unternehmen, die machen beides und da gibt es schon in der Tat ein Spannungsfeld. Wie sehen wir eigentlich die internationale Marktfähigkeit von Sekundärrohstoffen? Ja, also die Frage, dass wir keine Abfälle exportieren, ist selbstverständlich. Dass wir Produkte exportieren können, ist genauso selbstverständlich. Aber die Grenzziehung ist nicht in jedem Falle so besonders leicht. Und wenn es da dann auch noch an den entsprechenden Kontrollen fehlt, dann passiert eben etwas, was, ich glaube, Sie sind als KfW von Herrn Minister Müller da auch jetzt angesprochen worden, ne, dass dann der Minister bei seinen Reisen durch Afrika feststellt, dass auf den Deponien, in Anführungszeichen Deponien, also illegale Halden, dass da dann eben Elektrogeräte unterschiedlicher Größe ganz offensichtlich mit europäischem Ursprung auf einmal liegen und abgefackelt werden in einer Weise, die für Umwelt und Gesundheit ganz verheerend ist. Also insofern brauchen wir in der Tat die Frage oder eine Klärung der Frage, wie sehen wir internationale Handelsfähigkeit welcher Materialien, welche Voraussetzungen stellen wir uns vor, um ein Qualitätsniveau hinzukriegen. Das Zertifizieren bestimmter Anlagen ist das eine. Wie wird das außerhalb Europas denn kontrolliert werden können? Das sind die Fragen, mit denen sich unsere Unternehmen im Moment in der Tat beschäftigen. Herr Rummler, wenn Sie das so sehen, was sozusagen unsere Industrie rumtreibt, Sie sind ja auch Mitglied in dem entsprechenden in der entsprechenden Fördergesellschaft der deutschen Abfallwirtschaft im Ausland, im Beirat dort. Welche Ansätze sehen Sie im Bundesumweltministerium, um die Qualität des Recyclings im Ausland von Materialien, die von hier kommen, oder auch die Materialien, die wieder ins Land gelangen? Wie kann man da sozusagen eine bessere Qualität, eine bessere Recycling-Wiedergewinnungsrate, was können wir sozusagen von der Umweltseite im Umweltministerium, welche Hebel gibt es da dafür überhaupt? Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag auch. Ich denke mal, zunächst sollte man das gar nicht so eng konzentrieren auf Abfälle, die aus Deutschland heraus exportiert werden. Es geht viel weiter. Es geht aus meiner Sicht darum, dass in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern zum Teil ganz grundlegend eine Reform und ein Aufbau von Abfallstrukturen und von Qualität in dem Bereich von Entsorgungswirtschaft unterstützt werden muss. Da bin ich ganz bei Herrn Kurt, dass auch wenn wir von Rohstoffwende heute sprechen, haben heute am Vormittag zwei Beispiele gehört und was man auch national tun kann, das ist alles schön und gut, aber die Rohstoffwende, die muss global erfolgen, wenn wir tatsächlich auch diese Situation des Rohstoffverbrauchs in Zukunft uns ja vor Augen nehmen. Es sind ja genügend Beispiele heute Vormittag
gebracht worden. Es ist nur noch auch mal ein weiteres Papierverbrauch in China im Jahr 2030 wird so hoch sein wie der weltweite Papierverbrauch heute oder vor wenigen Jahren, sage ich. Also das macht ja auch alles schon deutlich, dass da eine Wende tatsächlich erfolgen muss. Also diese Dinge sind klar, es sind auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern zum Teil desaströse Zustände. Wir haben ja Ghana auch schon gerade angesprochen. Und insofern muss man an verschiedenen Stellen ansetzen. Aber es gibt, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der positive Blick, der zuversichtliche Blick, es gibt eine Entwicklung. Was wir feststellen, auch in dem Dialog mit vielen Vertretern von Regierungen aus Südamerika vor allen Dingen in letzter Zeit, eine wachsende Sensibilisierung, weil so etwas erkannt wird. Man hat den politischen Willen, auch entsprechende Strukturen zu etablieren, die eben tatsächlich eine geordnete Abfallwirtschaft dann auch schaffen. Welche Hebel hat man, welche Ansätze? Ich will mal drei Ansätze kurz skizzieren, die mir einfallen. Das eine ist die internationale Kooperation. Da ist zum Beispiel ja vielen Basel-Konvention bekannt, die ja aus zwei Säulen besteht. Nicht nur das, was sozusagen die Verbringung von Abfällen anbelangt, sondern die zweite Säule in Basel ist ja gerade auch die Entwicklung von fortschrittlichen und geordneten Abfallwirtschaftsstrukturen in den Zielländern von Exporten. Und Basel sind 180 Staaten, außer USA, die haben es immer noch nicht ratifiziert. Aber ansonsten ist das ja schon eine ganze Menge. Und da geht es durchaus auch darum, wie schafft man es, einen Rahmen für eine geordnete Abfallwirtschaft zu erreichen. Es gibt seit vielen Jahren Bemühungen um technische Leitlinien, die dann auf den verschiedenen Vertragsstaatenkonferenzen auch verabschiedet wurden zu bestimmten Abfallströmen, wie den gefährlichen Abfällen, POPs, quecksilberhaltige Abfälle. Sie hatten Bleibatterien vorhin ja auch schon mal genannt, Krankenhausabfälle, aber auch zu Massenströmen wie Kunststoffen, auch zu Altreifen. Also da gibt es schon Dinge, die auf internationaler Ebene dann als Leitlinien entwickelt wurden, die Hilfestellungen bieten sollen. Es gibt Partnerschaften mit Industrie, auch in dem Bereich Computer, Mobiltelefone ist das schon erfolgt, wo dann eben die Wiederverwendung, Aufbereitung, Behandlung und auch das Recycling der Geräte vorgegeben wird. Das sind Vorbilder, um sozusagen auch im Zielland die Entsorgungswirtschaft zu ertüchtigen. Es ist ein zweiter Ansatz in bilateralen Kooperationen, also die von Seiten auch des Bundesumweltministeriums gerade, aber auch von Seiten des Wirtschaftsministeriums und des BMZ erfolgen. Wir machen Umweltabkommen, bilaterale Kooperation, Beratung. Da geht es aber auch nicht nur um Behördenberatung, es geht auch sowas wie Sie kennen, Best of Two Worlds Approach, dass man eben tatsächlich auch Unternehmen mitnimmt, um dort wiederum Unternehmen in Zielländern zu ertüchtigen. Es geht immer um die Fragen, wie bekommt man eine katastrophale Situation mit recht nur Deponierung beendet, wie kriegt man eine Entwicklung angestoßen hin, auch zu der qualitativ vernünftigen Behandlung der Abfälle. Und da gibt es schon eine ganze Reihe auch von Dingen, die man nennen kann. Sie haben ja gerade schon German Retech Partnership angesprochen. Das ist jetzt wirklich in den letzten Jahren nach vorne gebracht worden. Da sind wir sehr froh, dass das gelungen ist, mittlerweile mit German Retech Partnership in vielen Zielregionen auch aktiv zu sein. Ein zweites ist, was wir auch positiv vermelden können, die Exportinitiative Umwelttechnologien des Bundesumweltministeriums, die jetzt gerade in diesem Jahr erstmals aufgelegt wurde und glücklicherweise auch der Haushaltsausschuss im letzten Monat die Fortführung für die nächsten 3 Jahre mit rund 10 Millionen Euro beschlossen hat. Also da gibt es Projekte in den Zielländern, wo man gerade solche Kooperationen vertieft. Und dann gibt es natürlich die Kooperationen, die Sie gerade auch schon angesprochen haben, mit
Pfaff-Simonite und der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ich sehe Herrn Schreiber hier von der GIZ sitzen mit zahlreichen Projekten. Auch alle sind ja mit integriert, auch bei German Retail Partnership und German Trade and Invest ist auch noch zu nennen. Das sind also schon einige Dinge, die wir in Deutschland aktiviert haben, oder wir, meine ich aber jetzt uns alle, um dort tatsächlich in den Zielländern etwas zu bewirken. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass es wichtig ist, die Eigenverantwortung in den Zielländern zu stärken. Das ist für mich schon ein wichtiges Element. Nehmen wir dieses Beispiel Deponie Ghana. Und ich habe letzte Woche erst mit Herrn Müller, den Sie gerade ansprachen, sprechen können dazu auch. Man kann sich ja auch fragen, warum wird eine solche Deponie, eigentlich ist es ja gar nicht eine richtige Deponie, wenn Sie da schon mit Füßen drauf gestanden haben, werden Sie das wissen, warum kann man sie denn nicht einfach schließen? Und da muss man eben die Rahmenbedingungen vor Ort in den Blick nehmen. Der informelle Sektor, der schon angesprochen wurde von Herrn Kurt, ist eben ein Element, was wir uns ja, wenn man nicht tatsächlich dorthin geht und sich damit befasst, gar nicht so vorstellen können. Aber man kann eben diesen Menschen, die davon leben, das auch nicht von heute auf morgen entziehen. Und das geht ja hinein bis auch in religiöse Konflikte. In den Ländern. Also das ist nicht so einfach, das sind mühsame Schritte mitunter, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man die Eigenverantwortung in den Ländern auch stärkt, zusammen mit der Verantwortung, die die Industriestaaten natürlich haben. Ein drittes, was ich nennen möchte an Ansatz, auch hin auf das Stichwort, was Sie mit der Zertifizierung nannten, sind natürlich auch nationale Regelungen. Wir haben das in zwei Bereichen in Deutschland, zum Beispiel im Elektrogerätegesetz, aber auch in der Verpackungsverordnung haben wir das, dass die Massen, die im Ausland dann recycelt werden, nur auf die Quote, die nachzuweisen ist im Inland, angerechnet werden, wenn tatsächlich belegt ist, dass sie dort zu gleichwertigen Bedingungen auch behandelt werden. Dann ist natürlich immer wieder die Frage, was sind gleichwertige Bedingungen? Da kann man lange drüber diskutieren. Da müssen wir auch noch ein Stück vorankommen. Auch die EU hat das Ziel, in der WIII zum Beispiel, ist das angesetzt, dass man Kriterien für die Gleichwertigkeit entwickelt. Demzufolge haben wir auch ins Elektrogerätegesetz genau eine solche Passage aufgenommen, weil wir in Zukunft dann da auch den Rahmen enger schnüren wollen. Aber das ist mal ein Ansatz, wo man sagt, gut, dann wird eben bloß noch das anerkannt im Inland, was tatsächlich im Ausland auch beobachtet, in vernünftigen Standards behandelt wurde. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Geschäft. Wir haben das selbst einmal vor vielen Jahren, das ist auch schon fast 20 Jahre her, dass wir mit der Verpackungsverordnung begonnen haben und am Anfang nicht in der Lage waren, die Kunststoffe alle in Deutschland oder in Europa zu recyceln. Mittlerweile wird aus diesen Massen ja praktisch gar nichts mehr in Asien recycelt. Aber damals war das anders. Und da hat man dann gesagt, das muss man kontrollieren. Da hat man TÜV-Experten gefordert, die sich zunächst mal dahin begeben mussten, bevor überhaupt eine Lieferung dahin ging nach Asien, die eine Anlage zertifizieren mussten, ob sie überhaupt in der Lage war, das technisch und von der Masse her zu bewältigen. Und danach musste nochmal der TÜV-Experte hin, um zu bestätigen, ob das tatsächlich erfolgt ist und in der Masse erfolgt ist. Bloß können Sie sich an diesem Beispiel natürlich vorstellen, wie aufwendig so etwas ist. Und deswegen hat Herr Kurt, vermute ich, eben auch direkt nachgefragt, wie wollen Sie denn diese Zertifizierung im Ausland dann eigentlich auch realisieren? Das ist die große Herausforderung. Darf dann jeder selbst deklarieren, ich bin zertifiziert? Oder nach welchen Standards, die kriegt man ja vielleicht noch irgendwo aufgestellt, prüft dann aber
welche Organisation, welcher Sachverständige und wie ist das im Vollzug zu überprüfen. Also da sind viele Elemente noch sehr, sehr schwierig und mit Fragezeichen zu versehen. Aber ich denke, es gibt schon einen Weg, den versuchte ich jetzt gerade aufzuzeigen, dahin, dass man das, was im Ausland passiert, tatsächlich auch fördern kann. Einmal von der Qualität, da zählt vor allen Dingen die angesprochene Kooperation und mit Blick auf die Frage der Zertifizierung, glaube ich, müssen wir in der Tat auch noch einige Fragen lösen. Ja, vielen Dank für dieses Eingangsstatement. Auch hier sozusagen sichtbar, ja, es geht im Ausland nicht nur, wo ist das Mikro hier, glaub's richtig, nicht nur um das Thema, was für Materialien werden dorthin exportiert, sondern es muss auch dort eine eigenständige, in den Rahmen gebrachte oder sinnvolle Umgangsweise mit den dort selbst produzierten Abfällen stattfinden. Wie können wir das unterstützen? Da wird vieles versucht schon, auch gemeinsam mit verschiedenen Interessengruppen hier von Deutschland heraus und mit ganz verschiedenen Ansätzen. Wir wollen jetzt nochmal den Tobias auch nochmal sagen, das ist auch nochmal ein anderer Blickwinkel. Wir haben eben wirklich ganz, ganz verschiedene Blickwinkel, die wir jetzt hier vorne am Podium versammelt haben darauf. Wie denn die Nachfrage sozusagen ein Ansatz sein könnte. Und wir haben auch gerade schon gehört, es gibt durchaus Vorbehalte auch gegen Zertifizierung, weil Zertifizierung, wenn man es nach den Rahmenbedingungen durchguckt, dann sind das natürlich nationale Zertifizierungsstellen, die dann sozusagen die Zertifizierer bestellen. Und wenn man ein, sage ich mal, nur beschränkt funktionierendes Staatswesen hat, was die Abfallwirtschaft nicht in den Griff kriegt, warum soll man da davon ausgehen, dass sie das Zertifizierungswesen in den Griff kriegen? Natürlich durchaus berechtigte Frage. Genau, ich wollte auch einen kleinen Impuls machen und einfach mit diesem Bild, das vielleicht einige von Ihnen schon kennen aus dem Spendenprojekt des Öko-Instituts, das wir in den letzten Jahren gemacht haben, beginnen. Es ist, lange Rede, kurzer Sinn. ja? Bitte? Nee, das geht. Es heißt ja, mein Kollege Georg hat ja gemeint, wir sollen uns auf drei wichtige, zentrale Themen und Aussagen beschränken. Und hier kann man sagen, Recycling ist nicht immer gut. Und vor allem so, wie es praktiziert wird. Und hier am Beispiel der Bleibatterie in einer ghanaischen Schmelze, hier haben wir ganz extreme gesundheitliche Folgen und auch Folgen für die Umwelt, wie dieses Bild irgendwie schön ja, oder eben nicht schön darstellt. Wie ist das ganze Themenfeld Sorgfaltspflichten und Herstellerverantwortung auch im Sekundärbereich zu ordnen? Was Sie hier sehen, ist zum einen auf der grauen Seite der Weg, die Wertschöpfungskette eines Produktes, das verkauft wird, dann exportiert wird, entsprechend in den Handel gerät, konsumiert wird und dann irgendwann zu Abfall wird. Also in dem Fall jetzt E-Waste oder bei einer Autobatterie dann eben eine Altbatterie. Und dafür gab es typischerweise immer die Instrumente wie Extended Producer Responsibility, dass eben Hersteller hier in die Verantwortung genommen werden. Wir denken, dass man hier auf der anderen Seite, auf dem rechten Auge, sehr oft auch ein Stück weit blind war, wie dann die entsprechenden Sekundärrohstoffe wieder zurück in neue Produkte kommen. Und hier ist der Ansatz der Sorgfaltspflichten, die wir auch schon aus den Primärrohstoffen kennen, denken wir ein wichtiges Instrument. Wir denken, dass Zertifizierungsinstrumente entlang der Wertschöpfungskette in ein System der unternehmerischen Sorgfaltspflichten eingebunden werden sollte. Und jetzt ganz kurz, was ist das? Was sind Sorgfaltspflichten? Was ist Due Diligence? Das ist eigentlich was recht Banales. Es sind 5 Schritte an Unternehmen. Nummer 1, es müssen entsprechend Managementsysteme etabliert werden. Das ist, denke ich, unproblematisch. Aber Nummer 2, die entsprechenden Risiken in der Vorkette müssen identifiziert werden durch ein sogenanntes Risikomanagement. Nummer 3, es sollen Strategien dann gefunden werden, darauf zu antworten und dann gegebenenfalls in einem Audit, in einem Zertifizierungsaudit sozusagen auch bestätigt werden. Darüber soll dann auch berichtet werden. So kennt man es, so kennen es viele, es auch aus den Primärrohstoffen, wie es jetzt auch im zweiten Workshop, denke ich, teilweise diskutiert wird.
Daran orientiert sich eine Arbeit, an der wir auch mit beteiligt sind, mit dem Titel Guidance Principles for the Sustainable Management of Secondary Metals, die in der Schweiz stattfindet. Es ist ein International Working Agreement, es ist kein ISO-Standard bisher, der entsprechende Umweltpunkte, Arbeitssicherheitspunkte, aber auch Punkte enthält, wie angrenzende Communities. Sie können sich vorstellen, dass auch Nachbarn von solchen Anlagen entsprechend betroffen sind, was für Auflagen da gemacht werden sollten und die da Eingang gefunden haben. Diese Folie knüpft sehr stark an dem an, was Herr Rummler gesagt hat. Wer macht eigentlich dieses Recycling in den Ländern? Und es sind unterschiedliche Akteure und einer dieser grünen Boxen, da sehen Sie das Wort Subsistence Activities, das ist das, was wir den informellen Sektor nennen. Das heißt, in vielen Ländern findet die Sammlung von Elektroschrott oder auch von Batterien von Leuten statt, die tatsächlich einfach jeden Tag gucken müssen, wo sie bleiben. Und dass man für diese Akteure, ökonomischen Akteure, nicht die gleichen Auflagen machen kann, wie für zum Beispiel hier OBA, Official Business Activities, für jemanden, der für einen Akteur, der offiziell am Markt tätig ist, angemeldet ist, das ist hier berücksichtigt worden. Ganz wichtig ist, das Ziel dieses Standards, dieses Working Agreements, ist, einen Prozess zu starten, die Lieferkette in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln, sozusagen auch von uns aus, im Rahmen möglicherweise von Audits oder eben auch dann im Rahmen von Zertifizierungssystemen entlang der ganzen Lieferkette. Also da gibt es dann ja Möglichkeiten wie Book and Claim und so weiter. Die letzte Folie nochmal, die zentralen Herausforderungen. Wir haben häufig in mehreren Projekten gelernt, dass Anlagen, die einen hohen ökologischen und hohen sozialen Standard haben, einfach nicht wettbewerbsfähig sind in den Ländern. Das heißt, gefragt ist eine staatlich durchzusetzende Konformität, also eine staatliche Regulierung, ein staatliches Ordnungsrecht. Wenn Sie das nicht garantieren, dann hat immer, salopp gesagt, derjenige, der die größte Sauerei macht, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Das heißt, das wäre etwas auf jeden Fall zu den Punkten, die zu diesen Top 3 gehören, auf jeden Fall. Und Nummer 2 ist, dass der sogenannte informelle Sektor, das heißt Menschen, die tatsächlich täglich um ihr tägliches Brot auch kämpfen, die sammeln und so weiter, dass man die dann auch entsprechend mit ins Boot nimmt. Denn das Ziel der Zertifizierung, jeder Zertifizierung, sollte dann einfach auch sein, dass die Lebensbedingungen verbessert werden. Denn wenn man einfach eine Hütte schließt, dann gehen Batterien und so weiter in andere Kanäle. Es ist nicht unbedingt zielführend, einfach eine Hütte zu schließen, sondern man muss die Lieferkette entsprechend Stück für Stück entwickeln. Ja, so viel von meiner Seite. Genau. Vielen Dank, Tobias, auch für den Ausblick in die Arbeitsgruppe hinein, die im Moment von den Schweizer Kollegen so ein bisschen vorangetrieben wird. Aber die Probleme natürlich sozusagen, wie kann man das solche Ansätze vor Ort in unter schwierigen, unregulierten staatlichen Verhältnissen tatsächlich dann auch implementieren und durchsetzen, bleibt virulent. Ja? Und das leitet auch schon über zu dem nächsten Referenten, der sich genau mit dieser Schnittstelle, wann kann ich sozusagen anfangen zu investieren, sein Berufsleben lang herumschlägt, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass ich sinnvoll investieren kann oder welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man überhaupt über solche Dinge wie Zertifizierung nachdenkt. Wolfgang. Ja, das glaube ich schon an. Ne? Ja, schönen Dank, Georg. Ich habe mit Interesse zugehört und ich denke, was die Problemanalyse und was die Zielformulierung betrifft, sind wir uns alle sehr schnell einig. Das ist vergleichsweise schnell hingeschrieben. Und wir reden jetzt hier auf dem Workshop oder heute insgesamt über das Thema Rohstoffwende, aber mit der Abfallwirtschaft sind noch weitere Probleme, die zumindest global von großem Interesse sind, verbunden. Stichworte Klimawandel. Wir wissen alle, dass wir über eine vernünftige Abfallwirtschaft auch einen ganz erklecklichen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen leisten können. Wir haben das Riesen-Megathema sehr emotional besetzt, Meeresvermüllung. Auch das schreit danach, dass man wirklich Lösungen schnell implementiert. Und wenn man sich aber anschaut, wie wir bisher
Beratung, Unterstützung für die Länder, wo, da gebe ich Herrn Kurt vollkommen recht, die Musik in den nächsten Jahren, Jahrzehnten spielen wird, Hilfestellung geben will, dann stellt man fest, wir verzetteln uns sehr viel. Bei allem Verständnis und auch bei allem Lob für die Aktivitäten, die verschiedenen Ressorts leisten, was nicht erfolgt und was auch GEZ und was KfW tun, was nicht erfolgt, ist eine vernünftige Koordinierung. Jeder versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten, Dinge zu unterstützen, zu entwickeln, Hilfestellung zu geben. Man stellt aber fest, dieses System Abfallwirtschaft ist so komplex, dass es einfach nicht ausreicht, an einem oder anderen Rädchen mal versuchen, was zu drehen und zu hoffen, dass das Uhrwerk in irgendeiner Form in die Gänge kommt. Was es braucht, wäre wirklich ein eher integrierter Ansatz, der versucht, all die Elemente, die dieses System Abfallwirtschaft ausmachen, auch zugleich anzuschieben. Ein Versuch ist mal gemacht worden, und Herr Kurt hat es erwähnt, ich glaube, Georg hat es auch, Herr Rummler hat es erwähnt, über RETEC, wo man versucht hat zu beschreiben, was macht eigentlich das System Abfallwirtschaft aus. Es ist halt eben nicht nur die Auswahl der richtigen Technologie, es ist halt eben nicht nur die Frage der richtigen Regulierung. Es sind auch viele andere Fragen, von denen man erstmal nicht vermuten würde, dass sie auf das System Einfluss haben, Stichwort Beteiligung der Zivilgesellschaft. Aber alle, die mit Abfallwirtschaft zu tun haben, wissen, ohne die Kooperation mit den Erzeugern der Abfälle, ob das nur private Haushalte sind, ob das Verwaltungen sind, ob das Gewerbebetriebe sind, Bergbau, Minen, wer auch immer, wird das nicht gehen. Also es ist immer eine intensive Interaktion, die erforderlich ist. Und aber schon das erste Problem in vielen Ländern ist diese kooperative oder kommunikative oder wie man das bezeichnen mag, demokratische Beteiligung halt eben nicht unbedingt Standard. Es kommt hinzu, dass in den vielen Ländern, dass in diesen Ländern halt eben auch die Rahmenbedingungen für die Abfallwirtschaft schlichtweg nicht vorhanden sind. Sie haben erkleckliche Strukturen in Klassensektoren wie Wasser, wie Bildung, wie Gesundheitswesen, wie Energieversorgung. Da ist es noch einigermaßen etabliert, da haben sie Fachbehörden, da haben sie ein Mindestmaß an Regulierung, da haben sie auch halbwegs kompetente Träger. Im Abfallsektor arbeiten, Entschuldigung, die letzten Deppen. Da geht keiner hin, der sonst keiner, der eine andere Perspektive hat. Also auch das Thema Bildung, Perspektiven entwickeln, um schlauen Leuten in den Ländern Perspektiven zu geben, ist eine ganz wichtige Komponente. Wenn ich schneller, als das vielleicht mit den vielen kleinen Maßnahmen erreicht werden kann, 40, 50 Jahre, die haben wir nicht mehr diese Zeit, haben wir heute früh gelernt. Wenn wir also schneller Systeme aufbauen wollen, dann müssen wir auch unsere Ansätze, wie wir diese Länder unterstützen wollen, anders organisieren. Und mein Petitum ist halt eben auch, dass wir so etwas wie einen sektoralen Ansatz versuchen, all die Kräfte, die wir haben, aus den verschiedenen Institutionen besser zu bündeln. Und um das zu bündeln, brauchen wir so etwas wie Länderpartnerschaften. Dass wir halt eben nicht nur ein Projektchen hier, Projektchen da, bis Beratung dort und Reisen nach Südamerika hier machen, sondern wirklich ausloben, eine Unterstützung. Deutschland unterstützt die Länder, die es denn wirklich wollen, über einen längeren Zeitraum, und das sind 10 Jahre eher nichts, beim Aufbau der Abfallwirtschaft mit all den Kompetenzen, die wir haben, auf der administrativen Ebene, regulatorisch, Trägerfragen, technische Fragen, finanzielle Fragen und so weiter. Das wäre ein Ansatz, den wir versuchen, auch über RETEC, die Wirtschaft hat das so aufgegriffen, über ihre Organisation RETEC, dass wir versuchen, halt eben auch diejenigen, die Gelder geben, und da ist halt eben das Haus, auch das auch der KfW-Entwicklungsbank vorsteht, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, halt eben mit adressiert, dieses Thema dort zu lancieren. Es ist halt enorm schwierig, weil welcher Politiker ist halt bereit, für einen Zeitraum von 10 Jahren mal eine Zusage zu machen? Er ist halt eben eher daran interessiert, ob das nur Akbogloschi oder auch immer ist, dass wenn er heute ein Problem erkennt, es morgen gelöst sein muss. Das geht nicht im Abfallsektor. Wir haben noch ein weiteres Problem, und das ist ein Stück weit selbst verschuldet auch. Überall, wo wir hinkommen, hören wir immer, Abfall ist wichtig, gebe ich vollkommen recht. Aber es heißt auch sofort, das ist ja so viel wert, das ist ja ein Wertstoff, erzählt er uns ja dauernd. Das heißt, es wird suggeriert bei Entscheidungsträgern, wenn da jemand kommt, ein Privater, der vielleicht irgendwas tun will, der verdient Geld damit. Also erwarten die Entscheidungsträger dort auch einen gewissen Anteil. Das wird nicht funktionieren. Abfallwirtschaft ist immer ein Zuschussgeschäft. Abfallwirtschaft ist in Deutschland nur deswegen, hat sich so gut entwickelt, weil wir eine vernünftige Refinanzierung haben. Es gibt einige Länder, die haben sich kluge Instrumente überlegt. Die haben auch funktioniert, außer halt das System der Gebührenfinanzierung, wie wir es in Deutschland kennen, um halt eben andere Ressourcen zu mobilisieren, um das, was das Problem, das Kernproblem der Abfallwirtschaft ist, nämlich die Deckung der laufenden Kosten zu gewährleisten. Die Investitionen sind weniger das Problem. Wenn Sie sich die Kostenstrukturen der Abfallwirtschaft anschauen, stellen Sie fest, 70% und mehr sind eher laufende Kosten.
Personal, Maschinen, Treibstoffe und so weiter. Und wenn Sie die nicht gedeckt bekommen, können Sie jeden Ansatz, den Sie, der noch so gut gemeint ist, der wird nicht überleben. Ja. Das war erstmal. Das habe ich doch viel mehr als drei Botschaften gesehen. Eine bleibt hängen. Im Grunde bleibt schon hängen, dass sozusagen dass es offenbar sozusagen der Koordination zwischen der politischen Entwicklung und der politischen Stabilität, Rechtssicherheit und solche Fragen bedarf, um sozusagen mit einer technologischen Entwicklung hinterherzukommen. Wolfgang Pfaff-Sinon hat jetzt gesprochen von einem Sektoransatz, der verlässlich über längere Jahre geht. Ich habe manchmal den Eindruck, man muss sogar noch etwas darüber hinausgehen, über den Sektoransatz, sondern dass man sagt, wir bündeln mehrere Sektoren und konzentrieren uns auf Länder, sozusagen, dass man eben, weil es gibt ja auch die Ansätze, die ganz anders sind, die eben nicht der technischen Zusammenarbeit sind, sondern die wirklich der Good Governance-Entwicklung sind und solche Fragen der Partizipation und so weiter und so fort, dass man da noch weiter bündeln muss, um wirklich ein sauberes Fundament hinzubekommen und statt, dass die Entwicklungsorganisationen sich weltweit sozusagen gewisse Konkurrenz liefern, dass man sich vielleicht auch ein bisschen das Feld besser aufteilt und sagt, lass uns gucken, mit wem wir zusammenarbeiten, wer mit uns zusammenarbeiten will und dann auch tiefer zu bohren sozusagen. Vielleicht in dem Sinne. Was aber auch ganz interessant ist, wir sind ja eigentlich reingekommen, sind auf einer Rohstoffwende-Sitzung, reden noch nicht mal über Kreislaufwirtschaft, wie das ja inzwischen heißt, sondern reden ganz konventionell über Abfallwirtschaft, wenn es sozusagen um die fernen Länder der Welt geht. Aber offenbar ist sozusagen der Status einfach der, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es erst tatsächlich im Moment erstmal noch ein Abfallthema ist, aus dem dann ein Kreislaufthema sich entwickeln kann. Aber es muss im Grunde gleichzeitig entwickelt werden. Das ist so ein bisschen die Krux, vor der wir stehen, dass es eben diese Gleichzeitigkeit in der Entwicklung bräuchte. Dass wir eben, wie gesagt, wenn man Entsorgungsanlagen investiert und die sozusagen machen den Entsorgungsweg auf, eine Deponie und in der landen aber Materialien, die recyclingfähig sind, dann ist das natürlich eine Fehlinvestition im Grunde. Ich möchte jetzt aber dann doch auch nochmal öffnen hier in die Runde zunächst. Und zwar, wir haben jetzt sozusagen Anmerkungen gehört, Impulse gehört, manche zuversichtlicher, manche durchaus kritisch. Herr Kurt hebt den Finger. Wollen Sie gleich noch? Ja, ich wollte vielleicht doch noch mal erstmal ins Auditorium mal gucken, was wir hier noch bekommen. Von Ihnen jetzt sozusagen, zuversichtlich, aber nicht ganz optimistisch sozusagen, möchte ich sagen, ist so ein bisschen die Stimmung hier vorne. Was würden Sie sich erwarten, konkret, wo und mit welcher Priorität und von wem erwarten, wie man sozusagen in dieses Problem herangeht? Vielleicht gibt es ja auch noch die Felder zum Beispiel des Produktdesigns, haben wir noch gar nicht adressiert, ist eigentlich sozusagen ein Produktdesign, was auf Recycling setzt und hochwertige Materialien und technisch schwierige Materialien, hat sich das vielleicht überlebt, das Konzept, weil dass wir eigentlich sozusagen ganz einfache Materialien, die halt im natürlichen Kreislauf verbleiben können, schauen müssen, dass unser Produktdesign so funktioniert, weil wir feststellen müssen, 30 Jahre Versuch der Implementierung einer Abfall- und Recyclingwirtschaft in der Welt hat nicht funktioniert. Vielleicht wäre das ein ganz anderer Ansatz, oder funktioniert er auch in der Praxis wieder nicht, weil eben diese Materialien vorhanden sind und da sind. Aber dazu vielleicht von Ihnen, wer da was hat, noch beitragen will, wie man damit vorankommen könnte. Ja, wir haben ein Mikrofon, Sie müssen ins Mikrofon sprechen, weil sonst können uns mögliche Mitschauer nicht hören. Ja, vielen Dank, der Lev Schreiber von der GIZ. Ich wollte jetzt nicht auf die von Ihnen aufgefragten guten Fragen antworten, sondern eher auf das eingehen, was bisher so gesagt wurde. Ich denke, aus unserer Sicht, GIZ, internationale Zusammenarbeit, kann man das sehr bestätigen. Im Prinzip Bedarf und auch die Nachfrage, gerade aus Kommunen und so weiter, sind sehr hoch. Und ich glaube, das reflektiert sich noch gar nicht so stark in der wirklichen internationalen Zusammenarbeit oder in der Entwicklungszusammenarbeit. Das liegt sicherlich auch an den beschriebenen Schwierigkeiten, vor allen Dingen der Refinanzierung. Also wer zahlt letztendlich die Kosten dafür, dass die Standards höher werden? Denn Sie sagten das ja auch, da sagen wir mal, Anlagen mit höheren Standards sind natürlich teuer.
und dadurch oft nicht Wettbewerbsfähigkeit. Also leider ist wirklich so, dass die Bereitschaft nicht automatisch da ist, jetzt also so, sagen wir mal, die Kosten zu tragen. Also da gibt es viel zu tun. Insgesamt fand ich von daher den Tenor nicht gerade so optimistisch, muss ich sagen. Ich würde aber ganz gerne trotzdem noch mal versuchen, also mit zwei Fragen. Sie haben ja dann auch nach dem guten alten Ordnungsrecht so ein bisschen gefragt. Und das würde ich eigentlich ganz gerne unterstreichen. Ich glaube, die Frage müsste dann am besten an Herrn Rummler gehen, aber ich würde sie vielleicht auch gerne so stellen. Ich habe heute noch mal hier durch die Broschüren geblättert und da stand auch noch mal drin, Deutschland produziert pro Kopf doppelt so viel Abfall wie jetzt Tschechien oder Polen. So im Vergleich, im europäischen Vergleich. Müssten wir nicht auch, wo wir letztendlich schon wirklich auch gefragt sind und eine gewisse Vorbildfunktion international haben für Abfallwirtschaft, viel stärker darauf ausrichten, unsere Abfallwirtschaft mit Ordnungsrecht und anderen Instrumenten, dass wir wirklich dann da mal ein Stückchen runterkommen letztendlich. Und dann noch weiterführend, kann man nicht aus dem guten alten Ordnungsrecht eine positive Vision ableiten für den Gesamtumgang mit Ressourcen, denn hier ist das Thema auch Rohstoffe, Ressourcen. Und wenn wir zu einem effizienten Umgang mit Material, mit Rohstoffen, mit Ressourcen generell kommen wollen, dann stehen wir ja sehr oft vor der Fragestellung, an welchen Stellen greift eigentlich Ordnungsrecht dort? In der Abfallwirtschaft greift es an vielen Stellen und das geht dann zurück über die Kreislaufwirtschaft, auch in Produktion bis hin nachher auch zur Gewinnung von Primärrohstoffen. Kann man nicht da sich eine noch weitergehende Vision vorstellen, wenn man diesen Gedanken weiterführt? Ansonsten, was der Wolfgang Favsimoneit sagt, mal konzertiert in einem Land herangehen, fände ich auch sehr gut. Wollen Sie gleich antworten oder können wir es sammeln? Ja, vielleicht sind Sie in der letzten Reihe. Buchholz, Wirtschaftsfeinde Metalle. Danke, Herr Mehlhardt. Sie haben oder der Vorredner hat angesprochen, das Ordnungsrecht. Als Vertreter eines Industrieverbandes obliegt es mir natürlich ungern, neues Ordnungsrecht zu fordern, sondern einfach mal den Blick auf das zu lenken, was ja schon da ist. Und da ist im Bereich der Abfallwirtschaft oder der internationalen Abfallverbringung natürlich in den letzten Jahren eine ganze Menge geschehen. Und viele Punkte wurden da bisher auch noch nicht angesprochen. Ein Punkt ist zum Beispiel Beweislastumkehr. Wir haben das ja in der Wie-Richtlinie in dem Anhang 6 nun drin. Wir haben es durch den Artikel 59 in der Abfallverbringungsverordnung eigentlich auf alle Abfälle nun ausgedehnt. Da geht es im Wesentlichen um die Punkte, dass der Exporteur nun nachweisen soll, ist das, was du exportierst, Abfall oder ist es noch Produkt oder ist es schon Abfall? Das ließe sich natürlich auch etwas weiterspielen. Warum soll der Exporteur nicht, wenn er mit seinem Abfall in eine ausländische Anlage geht, nicht auch den Nachweis führen, dass die von ihm angesteuerte Anlage eben auch europäischem Standard unterliegt? Da könnte man mal hin überlegen. Wir haben dann bei Elektroaltgeräten den bekannten Anhang 6, wo Standards niedergelegt sind für den Zoll in den Häfen, anhand dessen er viel leichter als früher nachprüfen kann, ob in dem Container nun Abfall-PCs sind oder gebrauchsfähige Produkte. Da kann man natürlich auch heute immer noch Schindluder mit treiben, aber zumindest finden wir das aus Seiten der Metallindustrie als ein praktikables Instrument, um relativ schnell zu entscheiden, ist, unter welchem Regime findet der Export hier statt, unter dem Produktregime oder Abfallregime. Auch Abfall kann ich exportieren, aber dann bitte unter den Regelungen, die wir hier haben. Kleine Nebenbemerkung dazu, einen ähnlichen Kriterienkatalog haben wir seit 2009 für Altfahrzeuge. Den haben alle Mitgliedstaaten abgestempelt, der liegt in unseren Schubladen und den könnte man ja auch noch mal anfassen. Ob das die richtigen Kriterien sind, weiß ich nicht, aber zumindest haben wir schon mal einen europäischen Kriteriensatz, auf den wir uns geeinigt haben. Herr Rummler hat angesprochen die Quoten, die Bestimmung in der Wie-Richtlinie, wonach wir im Ausland recycelte Mengen nur dann auf die europäische Quote anrechnen können, wenn wir dort die vergleichbare Standards zu Europa haben.
da ist die EU mittlerweile einen Schritt weitergegangen. Nach Artikel 8 der WI-Richtlinie hat sich Senelec beauftragt, mal einen europäischen Standard in einer Norm niederzuschreiben. Das ist die 50625, die nach all dem, was wir hören, ist nächstes Jahr fertig. Das heißt, wir hätten dann ab nächstem Jahr, wenn die EU-Kommission die dann auch mandatiert, und das, die Möglichkeit hat sie nach Artikel 8, dann haben wir eine Baseline in Europa, und da geht es um die Erfassung, um die Sortierung, um die Vorbehandlung bis zum Final Smelter. Das ist alles da. Und da ist die WI-Richtlinie, ist die neueste aus 2012, sicherlich die modernste Richtlinie, aber dieselben Bestimmungen haben wir in der Verpackungsrichtlinie und in der Batterierichtlinie. Wir haben sie nur nicht in der Altfahrzeugrichtlinie, ist die älteste aus 2000. Deswegen ist diese Bestimmung, also ausländische Quote nur auf dienliche Quote anzurechnen, dort nicht drin. Vierte und damit letzte Anmerkung, Zertifizierung. Das halten wir für ein schlankes Instrument, Zertifizierungslösungen. Damit geht die Wirtschaft um. Das können wir über 9.000, 14.000. Im Circular Economy Paket, im Aktionsplan, ist da ja was drin. Da wird die Wirtschaft ja auch aufgefordert, dort aktiv zu werden. Und allerletzte Bemerkung. Ich kann mich erinnern, dass Recyclinganlagen aus unserem Bereich schon Besuch von Auditoren bekamen, aus der Schweiz zum Beispiel. Die haben geguckt bei uns, wenn ihr Stäube aus der Schweiz bekommt, weist uns mal nach, dass die Standards, die wir in der Schweiz anlegen, ob ihr die erfüllt. Also wenn das im Bereich OECD funktioniert, dann müsste das umso mehr auch möglich sein bei unseren Exporten in Nicht-OECD-Staaten. Das müsste möglich sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht, dass wir noch mal eine kurze Runde hier machen. Sie waren direkt angesprochen, Vergleich, die Abfallmengen. Ich kann Ihnen zur Not zur Seite springen über die Eurostat-Berichterstattung. Ja, wenn Sie die Zahlen alle im Kopf haben, dann können wir das ja gerne gemeinsam tun. Lassen Sie mich aber vielleicht zunächst auch mal versuchen, noch irgendeine prägnante Botschaft zu setzen angesichts der Tatsache, dass Sie gesagt haben, es bleiben bloß drei Botschaften hängen. Und der Kollege Pafsim hat gerade schon sicherlich die prägnanteste Aussage getroffen hat. Ich will sie jetzt nicht noch mal wiederholen. Vielleicht haben wir dann die Chance, dass sie doch nicht in den Köpfen haften bleibt. Ich meinte also das mit der Qualifikation der Kollegen aus der Abfallwirtschaft. Ich würde dann mal sagen, die Kreislaufwirtschaft ist auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern angekommen. Das ist eine mutige Aussage, das weiß ich. Ich meine damit auch nicht unmittelbar schon in der Praxis selbst, aber sie ist in den Köpfen angekommen. Das, glaube ich, ist in der Tat gelungen, auch aufgrund der parallel laufenden Aktivitäten vieler aus Deutschland. So schlimm finde ich das im Übrigen auch gar nicht, dass da auch Ressorts und Verbände nicht immer sozusagen gemeinsam antreten, sondern auch an vielfältigen Strängen arbeiten. Ich will erinnern, wir hatten vor genau just heute 2 Wochen eine große Konferenz, auch hier in Berlin, auch unter dem Mantel von RITEC, gefördert vom Bundesumweltministerium, zu Megacities. Und da waren Vertreter aus Hongkong, aus Dubai, aus Singapur, Sao Paulo, New York, und die berichteten über die Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre. Und da hat man schon sehr unterschiedliche Dinge erkannt, aber man hat überall erkannt, dass die Idee angekommen ist. Dass man sich natürlich von unterschiedlichem Level aus auch noch fortentwickeln muss, ist klar. Und da gehört natürlich auch, und jetzt komme ich auch auf das, was angesprochen wurde, auf Ordnungsrecht kommt es an. Das ist ganz klar. Aber das ist Bestandteil dessen, was ich vorhin versuchte zu erklären unter der Beratung, die betrieben wird. Man ist interessiert an so etwas wie dem Kreislaufwirtschaftsrecht.
das in der EU etabliert ist oder auch in den Mitgliedstaaten, hier gerade auch bei uns in Deutschland. Es fehlen natürlich da vielfältig noch die Grundlagen. Das geht über die Strukturen des Behördenapparates, das geht bis hinein auch in sowas wie Gebührensysteme. Sie hatten es gerade ja auch schon mal angesprochen, Herr Schreiber, nämlich die Finanzierung der Entsorgung ist dann das Problem. Da beginnen aber langsam Pflanzen zu wachsen. Und wenn man zum Beispiel gehört hat, was da in Singapur und in Hongkong sich schon entwickelt hat, dann kann man nicht mehr sagen, dass das ein Schwellenland in der Beziehung ist. Da sind die viel weiter als der Durchschnitt in den europäischen Mitgliedstaaten. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und über die Situation in New York will ich ja dann mal vornehm schweigen. Das zeigt aber, es ist dort angekommen, es muss nur fortentwickelt werden. Jetzt kommen wir zu so etwas wie den Abfallmengen. Ja, Daten kann man immer von verschiedenen Standpunkten und Betrachtungsweisen angehen. Natürlich haben Sie recht, es ist gerade jetzt wieder deutlich geworden, wo wir an der Spitze sind mit dem Aufkommen. Im Verpackungsbereich sind wir in Europa tatsächlich mit dem Aufkommen an der Spitze, beim Hausmüll nicht. Da haben wir noch die Schweizer und die Dänen, die deutlich vor uns liegen. Aber das ist die eine Betrachtungsweise. Wenn wir auf der anderen Seite, und das versuchen wir immer zu bewerben, eine Sicht sich mal aneignet, wie hat sich das Wirtschaftswachstum entwickelt und wie hat sich das Abfallaufkommen entwickelt, dann sieht das ja schon ganz anders aus. Das ist bei uns nämlich in der Tat deutlich gelungen, das Abfallaufkommen von der wirtschaftlichen Entwicklung zu entkoppeln. Und es gibt für alles Gründe. Wir haben heute Morgen ja von Rohstoffwende gesprochen und viele bei einem Diskussionsbeitrag kam es zum Ausdruck, es gibt viele Wenden, Energiewende, Klimawende und so fort. Ich denke, was wir auch brauchen, ist sozusagen eine Trendwende. Wir müssen mit manchen Dingen einfach auch mal Schluss machen. Umkehren, entschleunigen. Diese Zeitreise heute Morgen hat mir das auch nochmal verdeutlicht, wie schnell das am Schluss dann immer wurde. Wie wollen wir das denn in Zukunft aushalten oder unsere Kinder? Da brauchen wir auch mal ein Umdenken, innehalten und eine Verhaltensänderung, die beginnt bei der Entwicklung von Produkten, bei der Konstruktion von Produkten, aber auch am Schluss des Konsums von uns allen. Und insofern denke ich, dass man das gesamtheitlich sehen muss. Wir leben in einer Welt, wo in Deutschland jetzt Single-Haushalte zunehmen, wo auf einmal der Fernkommunikationshandel zunimmt. Das sind alles Elemente, um zum Beispiel die von Ihnen gerade beklagte Flut des Aufkommens an Verpackungsabfällen zu erklären. Ja, aber da sage ich, da muss man auch mal innehalten und muss schauen, ob das alles so sein muss, dass man sich über online die Produkte kommen lässt und 2/3 am Tag drauf wieder zurückschickt. Aber gut, das sind Fragen, die nur eine Tangente dieses Themas betreffen. Das, was Herr Buchholz angesprochen hat, ja, wir haben in der EU Standards und Sie haben das ja wiederholt, was ich auch ausgeführt habe zu den Regelungswerken, wo Gleichwertigkeitskriterien gefordert werden. Ich denke, das ist richtig. Bei der Beweislastumkehr in der Wie sehe ich das ein bisschen anders, als Sie es vorhin dargestellt haben. Das ist ja bei den Regelungen nun so, dass das gerade die Abgrenzung zwischen einem Gebrauchtprodukt und dem Abfallprodukt darstellt. Also dazu dann nachher auch die Beweislastumkehr für die Standardeinhaltung zu lösen, scheint mir noch etwas schwierig zu sein. Ich bin überhaupt nicht gegen weitere Überlegungen, die wir gerade auch im Kreislaufwirtschaftspaket ja schon angesetzt haben, hin zu möglichen Zertifizierungslösungen im Ausland. Aber es wurde vorhin schon mal deutlich, es muss dann auch passen. Es darf kein Tor des Missbrauchs
Missbrauchs sein, wo man durch Wettbewerbsverzerrungen, weil die Standards einfach unterschiedlich gehandhabt werden oder eventuell durch Konformitätserklärung des Produzenten dann ausreichend akzeptiert würden, dann damit überhaupt nichts gewonnen wird. Also insofern ist das noch ein Weg, den wir gemeinsam begleiten müssen. Ja, Herr Kurz, Sie wollten vorhin auch gleich spontan, genau. Ja. Ich würde gerne nochmal auf den Ansatz, wie ich diesen Workshop gesehen habe, zurückkommen. Wir reden über Kreislaufwirtschaft im weltweiten Zusammenhang. Wir reden über das Thema außerhalb Europas letztlich auch. Und meine oder eine These, die, von der ich hier im Saal wahrscheinlich gar keinen überzeugen muss, wir kriegen das mit allen Ansätzen, Klimawandel, Schadstoffemissionen etc., wir kriegen das auch nur hin, wenn wir es schaffen, die Hebel außerhalb Europas stärker zu bewegen. Darum geht's. Und dann ist die Frage, welche Rolle spielt hier Kreislaufwirtschaft? Meine These ist genau wie Ihre, eine ganz erhebliche, wenn man es richtig macht. Sie hat nämlich eine Reihe von Vorteilen. Sie kann modulweise entwickelt werden. Sie kann regional und in den einzelnen städtischen Ballungsräumen angepasst entwickelt werden. Sie braucht auch nicht unbedingt eine besondere investive Anstrengung. Aber die eine Frage ist ja zum Beispiel, will man denn in diesem Kontext, will man denn, dass Wirtschaft eine Rolle spielt? Und wenn ja, wie stellt man das an? Ein bloßer Dialog zwischen einer Kommune und der anderen bewegt noch nicht allzu viel, nach meiner Meinung. Und von daher braucht man, glaube ich, Überlegungen, und da bin ich ganz bei Herrn Pfaff-Simoneit, zu sagen, schon eine etwas stärkere Konzentration auf das, was man denn eigentlich entwickeln will. Die Bundesregierung hat 3 Rohstoffpartnerschaften, wenn ich richtig informiert bin. Mit der Mongolei, mit Peru und mit Kasachstan. Richtig. Alle diese 3 Rohstoffpartnerschaften sind unter der Überschrift, welche Primärrohstoffvorkommen existieren vor Ort und wie schafft man das, daran zu kommen. Es gibt keine einzige Rohstoffpartnerschaft, die klar unter der Überschrift steht, Sekundärrohstoffe. Es geht uns um den Aufbau einer Sekundärrohstoffwirtschaft in einem Land. Ganz konzentriert mit der Frage, wie unterstütze ich Existenzgründungen in dem Bereich? Wie mobilisiere ich Know-how, das es in Deutschland und in Europa gibt, zur Unterstützung? Wenn ich die Unternehmen bei uns frage, warum geht ihr denn nicht in afrikanische Großstädte? Dann sagen die aus demselben Grund, weshalb wir nicht in russische Großstädte gehen, es gibt keine Rechtssicherheit dort vor Ort. Das ist nicht entwickelt, da sind wir bei dem Thema Good Governance und so weiter. Aber wirtschaftliches Know-how, das vorhanden ist, das nicht in einer übersteigerten technologischen Ansatz zunächst vorhanden sein muss, zu mobilisieren und als klares Ziel einer prioritären Politik der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu machen, das fehlt mir persönlich bisher. Das, glaube ich, ist an der Zeit, dass wir in diese Richtung mal denken, dass man dann sagt, wie knüpfen wir in der Tat an Kleinstbetriebe vor Ort an, wie schaffen wir es, das Interesse der Unternehmen aus der Bundesrepublik möglicherweise wie abgestützt mit Förderinstrumenten und daraus mal einen prioritären Ansatz zu machen. Wolfgang, wollte erst oder willst du erst Herrn Rumler anfangen? Ja, erstmal schönen Dank, Herr Kurt. Das ist eigentlich in der Richtung, wo ich mich auch äußern wollte. Wenn man Rohstoffpartnerschaften halt im Primärrohstoffbereich macht, warum nicht auch? Warum soll sowas nicht gehen im Abfallsektor oder in der Kreislaufwirtschaft, um das präziser zu formulieren? Ich wollte es eigentlich herleiten an diesem Thema Ordnungsrecht. Das ist ja schön und gut, sicher brauchen wir Ordnungsrecht auch in den Ländern. Wenn Sie keine Institutionen haben, wenn Sie keinen Willen haben, wenn Sie keine Kompetenzen haben bei den Institutionen, der politisch gedeckt ist, dass dieses Ordnungsrecht auch angewandt wird, hilft Ihnen das nichts. Es macht nur dort Sinn, auch wirklich so eine Partnerschaft einzugehen, wo die Länder auch von sich aus sagen, wir wollen das. Und dass wir dafür verbindlich Indikatoren und auch messbare Schritte haben, wie das implementiert werden kann. Ja, nur da macht es Sinn. Aber so sozusagen hier mit der Gießkanne rumzugehen, zu sagen, wir helfen euch, das macht wenig Sinn. Das haben wir jetzt 20 oder 40 Jahre lang im Abfallsektor geübt. Die Ergebnisse sind eher ernüchternd. Darf ich dann kurz
reagieren. Ich finde den Begriff Sekundärrohstoffpartnerschaft natürlich auch schön, denn den kann man ja auch nutzen. Ich glaube bloß, dass er in der kritischen Richtung, dass man das vernachlässigen würde, in der Thematik zusammenzuarbeiten, doch nicht ganz berechtigt ist. Ich möchte darauf verweisen, es gibt Dutzende von Umweltabkommen mit genauso klaren Aussagen zum Bereich der Kreislaufwirtschaft, wo zusammengearbeitet wird. Das sind aus meiner Sicht dann auch Kreislaufwirtschaftspartnerschaften. Es muss versucht werden, da gebe ich Ihnen recht, dieses vielleicht auch noch deutlicher hervorzuheben und auch nicht nur hervorzuheben, sondern auch auszufüllen. Aber da sind wir in vielen Beispielen durchaus schon auf dem Weg. Es gibt bei sehr vielen Umweltabkommen auch Arbeitsgruppen, die unterhalb sozusagen dann der Ministerebene auch tatsächlich wirken, wo nicht nur die Beamten miteinander reden, wo die Wirtschaftsunternehmen mitgenommen werden. Und ich bin sehr dafür, auch immer wieder neue Wege zu wagen. Die Partnerschaften wären vielleicht ein Element, was man dann auch noch stärken kann. Aber da brauchen wir natürlich auch von beider Partner entsprechendes Engagement. Und es muss natürlich auch wieder vieles auf der Seite der Partner jeweils stimmen und mitgenommen werden. Und solange diese Wege auch noch nicht sicher greifbar sind, würde ich die Wege, die wir bislang beschritten haben, nicht so negativ sehen, wie sie gerade irgendwo von dem Wording herauskamen. Also ich denke schon, dass gerade auch die Beispiele, die man genannt hat, zeigen, dass der Weg durchaus auch Erfolge bringt. Natürlich ist man ungeduldig und Ungeduld ist ja auch ganz gut, damit es weiter beschleunigt wird. Aber ich würde jetzt den Weg, der auch gemeinsam mit KfW, mit GIZ beschritten wird seit all den Jahren, jetzt nicht so werten, dass unterm Strich nichts bei herumgekommen sei. Deswegen möchte ich da schon noch ein bisschen ermutigender auch ausstrahlen. Vielen Dank. Ja, man muss in die richtige Richtung gucken. Es gibt auch sicher viele ermutigende Beispiele, gerade auch in Südamerika gibt es schon noch was, wo es auch vorangeht. Wir haben noch drei Wortmeldungen, habe ich noch in Erinnerung. Das war Frau Weber, Frau Kummer und Herr Benjamin vom NABU. Bongard, genau. Franziska. Ja, schönen guten Nachmittag. Es ist ja, glaube ich, dem Wetter nach zu urteilen draußen schon. Mein Name ist Franziska Weber von Johnson Controls. Um das gleich mal aufzuklären, wir stellen übrigens Autobatterien her. Ich habe ja Ihr Foto vorhin schon gesehen, Herr Schleicher. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich es kenne, weil ich stand nämlich daneben, als es gemacht wurde. Das heißt also, ich war selber häufig in Ghana und glaube ich noch vor Ihrer Zeit sogar, als Sie da unten waren. Und danke erstmal Herrn Pfaff-Simoneit. Sie sprechen mir sehr aus dem Herzen und jetzt muss ich jemandem aus dem Bundesumweltministerium leider etwas Kontra geben. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, wir haben jetzt 3, 4, fast 5 Jahre lang versucht, eben in Ghana mit lokalen Partnerschaften etwas aufzubauen. Ich war vor 5 Jahren noch sehr viel naiver und positiver gestimmt, als ich es jetzt bin. Das heißt nicht, dass wir das aufgeben, aber es bedeutet schon, dass sie ohne die politische Unterstützung vor Ort keine Chance haben. Sie schaffen es noch nicht mal mehr, an die Rohstoffe ranzukommen. Das, was Sie vorhin auf dem Bild gesehen haben, ist eine Bleihütte. Da möchten Sie ehrlich gesagt keinen Fuß reinsetzen. Da werden mit Macheten die Autobatterien aufgeschlagen und hinter Ihnen geht eine große Tür zu. Ich war dahinter mit dem Fototeam noch mal alleine drin und ich kann Ihnen versichern, so schön ist das nicht. Diese Bleihütte steht noch. Wir haben da unten auch Workshops geleitet für die Umweltorganisationen, für die Behörden, damit die überhaupt erstmal verstehen, was sie da eigentlich sehen und was sie freigeben. Weil wenn ihnen das keiner erklärt, dann was sollen die guten Menschen denn machen? Jetzt hat ein Recyclingwerk hat angefangen, hat Duschen für die Mitarbeiter gebaut, hat Getränkespender aufgestellt, die haben zumindest mal angefangen. Das Ende der Geschichte ist, dass genau dieses Recyclingwerk nun geschlossen wurde, weil es einfach zu nah an einem europäischen Konzern stand.
also wie das so oft genannt wird, es ist nicht so einfach für uns. Und da wäre die politische Unterstützung Deutschlands vielleicht, wenn man eine solche Partnerschaft hat, sehr sinnvoll, um eben auch den dortigen Regierungen helfen zu können, die Kontrollen durchzusetzen. Denn ohne Kontrollen werden wir das, fürchte ich, nicht schaffen. Es gibt gute Beispiele. In Kolumbien konnten wir ein Batterie-Recycling-System aufsetzen. Das funktioniert jetzt. Aber es gibt eben noch viele Länder, wo ich sehr, sehr dankbar dafür wäre, wenn wir etwas enger zusammenarbeiten könnten. Denn in Europa gibt es eine Menge Regularien. Und ich glaube, unsere Branche ist eine der Branchen, die durchreguliert wird. Wir kriegen jetzt noch mehr Regularien, was wahrscheinlich eher dazu führen wird, dass wir irgendwann sagen, gut, dann produzieren wir vielleicht doch lieber ein bisschen weiter weg, aber dann haben wir dasselbe Problem wieder. Dann haben wir es nämlich nicht mehr in unserer Reichweite, sondern sprechen wieder darüber, was ein paar hunderttausend Kilometer entfernt von uns passiert und wie wir das ändern können. Also wenn Sie was tun könnten in der Richtung, in Partnerschaften, Konzentration von uns aus, wir wären sofort wieder dabei. Ja, das will ich schon ganz gerne. Also dann haben Sie mich auch missverstanden. Ich habe doch nicht die Welt schön geredet. Ich habe ja gerade das Beispiel Ghana auch als Worst-Case-Beispiel vorhin aufgezählt. Und ich habe deutlich gemacht, dass man dann auch die nationale Verantwortung einfordert. Und gerade habe ich noch mal gesagt, Partnerschaften ja, aber es müssen auch auf beiden Seiten der Wille zur Partnerschaft vorhanden sein. Wir können von Deutschland aus, das ist natürlich ohnehin klar, nicht an jeder Deponie in der Welt ansetzen und diese dann in ein sauberes Recyclingwerk verändern. Aber gerade Ghana haben wir ja schon begonnen. Ich habe Minister Müller vorhin auch angesprochen und von Seiten des Ministeriums haben wir auch dort Aktivitäten angesetzt. Aber das habe ich nicht schönreden wollen. Da haben Sie mich dann total missverstanden. Und solche Beispiele, schlechte Beispiele, gibt es natürlich auch noch viele weltweit. Man darf aber nicht die guten gedeihenden Pflänzlein oder Pflänzchen auf der Welt deswegen vernachlässigen. Es gibt schon Entwicklungen hin zu Verbesserungen, da wo der Wille vor Ort vor allen Dingen dann auch vorhanden ist. Und da muss ins Umweltbewusstsein stärker hineingearbeitet werden. Also da haben Sie mir jetzt nicht irgendwo widersprochen, sondern dann haben Sie mich einfach vielleicht auch missverstanden oder ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Wollen wir vielleicht noch erst die beiden anderen Fragen, ja? Oder Kommentare? Ja, glaube ich, dann bin ich dran. Mein Name ist Beate Kummer. Ich arbeite unter anderem für die Scholz-Gruppe. Glaube ich, eines der wenigen Unternehmen zurzeit in Europa, die nachweisen können, dass Altfahrzeuge tatsächlich verwertbar sind. Nur das Unternehmen leidet darunter, dass viele der Fahrzeuge leider Gottes verschwinden. Und das Öko-Institut ist ja unter anderem daran beteiligt, jetzt mal nachzuweisen, wo die eigentlich landen. Ich war auch in Ghana und Nigeria, haben wir das angeguckt, weil viele ja immer sagen, das stimmt alles gar nicht, was wir behaupten, dass deutsche Fahrzeuge oder europäische Fahrzeuge auch nach Afrika gehen. So weit müssen wir gar nicht gehen. Ich bin erstmal dankbar, dass Sie von Ghana berichtet haben. Dann kann ich vielleicht ins Ruhrgebiet gucken, weil wir sammeln zurzeit jede Menge Beispiele, wo unsere Fahrzeuge verschwinden. Und da ist unter anderem mit Kenntnis der Behörden ein afrikanischer Betrieb, der von dort aus nach Afrika direkt exportiert. Und man glaubt es nicht, also jeder, der Interesse daran hat, dem kann ich die Präsentation, die Bilder schicken. Man glaubt wirklich, man ist in Afrika. Und dem Umweltamt gelingt es nicht, mitten im Ruhrgebiet diesen Betrieb zu schließen. Das heißt, da werden tatsächlich auch nachts dann die Autos verladen und gehen in Richtung Afrika. Und die Frage ist denn jetzt nun, wo bleibt denn hier die Produktverantwortung? Wo bleibt hier die Kontrolle? Das heißt, uns fehlen auf der einen Seite eben die Möglichkeiten, in Deutschland Betriebe zu schließen. Und auf der anderen Seite wird uns vorgehalten, dass wir unserer Produktverantwortung nicht gerecht werden und dort Recyclingaktivitäten aufbauen. Selbstverständlich wird jedes Recyclingunternehmen in Ghana oder in Nigeria, ich sag mal, investieren, wenn man da Investitions- und Rechtssicherheit hätte. Und da würde mich mal von allen Beteiligten auf dem Podium interessieren, was Sie davon halten. Also da muss doch dringend was passieren. Und da bin ich auch dankbar dem Herrn Buchholz für das Thema Beweislastumkehr. Das fordern wir auch, insbesondere für das Altfahrzeuggesetz, für den Altfahrzeugbereich. Denn ein Exporteur, denke ich mal, sollte schon nachweisen müssen, was er denn jetzt exportiert, ob das jetzt ein gebrauchtes Fahrzeug ist oder ein Abfall. Darf ich nur mal nachdenken? Nur als
einmal, Frau Kummer, es werden aber PKWs, die fahren, aus dem Ruhrgebiet exportiert nach Afrika. Das war meine Verständnisfrage. Also es werden Autowracks. Auch Autowracks. Okay. Gut, das war die Frage. Ja, Benny Bongard vom NABU. Ich habe jetzt ein bisschen schwer gegen die Autofraktion nochmal einen anderen Punkt aufzuwerfen, aber ich finde eigentlich, das ist das richtige Forum hier, wenn man Richtung Rohstoffwende drängt. Vom Öko-Institut wurde angesprochen, Produktverantwortung, Due Diligence. Mich würde eigentlich tatsächlich interessieren, in diesem Bereich bin ich gar nicht so unterwegs, wir sprechen ja immer von Produktverantwortung auch der Hersteller und Abfallwirtschaft krankt ja daran, das hat man jetzt auch in der Diskussion so ein bisschen gesehen, dass Abfallwirtschaft dann immer was öffentlich ist, was öffentlich kontrolliert ist, mit funktionierender Governance irgendwie sein muss. Und inwiefern es vielleicht vorstellbar oder vielleicht auch schon funktionierende Dinge gibt, dass sozusagen, also sei es jetzt über Leasingmodelle oder sei es über andere Organisationsformen, Rücknahme in Ländern, wo Governance im Abfallbereich nicht funktioniert, vielleicht ein Parallelmodell sein muss, um eben diese Beschleunigung zu erreichen, die auch angesprochen wurde von der KfW, dass man sozusagen sagt, okay, wenn jetzt die Samsungs und Apples dieser Welt in Afrika verkaufen und die haben große CSR-Abteilungen, dann muss man doch auf dem Business-7-Gipfel genau darüber sprechen. Und das kann man auch auf dem G7-Gipfel machen und sich dann dankbar sein, das Thema mit auf die G20 und die B20 zu nehmen und genau diese Probleme anzusprechen und zu sagen, baut doch mal Beispiele auf, wo Produzentenverantwortung so läuft, dass der Produzent irgendwo einen Store hat und sagt, ich zahle für die Altgeräte genauso viel wie der informelle Sammler da. Und dann treten natürlich Konflikte auf, das ist mir schon klar, nur ist so ein bisschen die Frage, die ich gerne stellen möchte, wie sehen Sie die Chancen dafür für einzelne Produkte und um auch so ein bisschen aus diesem Quark herauszukommen, Gott, ich brauche immer eine funktionierende Governance, um dann ein Abfallwirtschaftssystem anzupassen. Möchtest du anfangen, Tobias? Gerne machen. Ja, geht. Also im Grunde ging es, als wir vorher diesen Kreislauf gesehen haben, ja um die eine Seite, Extended Producer Responsibility. Und da gibt es tatsächlich vereinzelt schon Fälle, Pilotprojekte, wo Unternehmen tatsächlich das tun. Also an den ganzen staatlichen Strukturen vorbei, genau zu dem entsprechend höheren Preis Geräte wieder zurückzukaufen. Es wurde hier auf der Electronic Goes Green vorgestellt von der Kollegin. Allerdings gibt es hier ja einfach noch ein NDA. Aber Sie können sich dieses Paper auf jeden Fall mal anschauen, das hier auf der Electronic Goes Green vorgestellt wurde. Und dann eben die andere Seite, da hat mich persönlich jetzt der Kommentar von, ich weiß Ihren Namen nicht mehr, von der Wirtschaftsvereinigung Metalle, Herr Buchert, sehr ermutigt, als Sie gesagt haben, mit Zertifizierung, also mit diesen Guidance Principles, wie sie jetzt von ISO im Rahmen dieses International Working Paper Agreements jetzt ausgearbeitet wird und in 3 Jahren vielleicht sogar wirklich ein ISO-Standard wird, dass Sie damit umgehen können und dass Sie damit Sorgfaltspflichten in die Wertschöpfungskette hinein bis zum Sammler in Ghana tatsächlich wahrnehmen können, dass sie ein Risikoassessment machen können, das ist ja auch aus anderen Bereichen bekannt, und dass sie da Einfluss nehmen können auf die Kette, auch jenseits von Ordnungsrecht. Die klassische Rechtfertigung von Ordnungsrecht ist natürlich die Externalisierung von Kosten und da ist der Abfallbereich natürlich geradezu prädestiniert dazu. Irgendwie das, was nicht als Kreislauf funktioniert und da, wo es eben kein Geld gibt, ja, das verklappt man. Und das finde ich sehr ermutigend, dass Sie diesen Kommentar gesagt haben, dass Sie da auch so positiv den Sorgfaltspflichten gegenüber eingestellt waren. Gerade auf Frau Kummer eingehen. Wenn ich das Beispiel richtig verstanden habe, Frau Kummer, ist das ja jetzt nicht ein Regelungsdefizit, sondern das ist ein Vollzugsdefizit. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Fahrzeuge tatsächlich Altfahrzeuge, also nicht alte Fahrzeuge, sondern Abfall
Fahrzeuge sind. Und dann ist der Regelungsrahmen eigentlich klar. Da ist das die Aufgabe des Vollzugs, an der Stelle hinzugehen und den Export aufzuhalten. Da habe ich auch keine weitergehende Idee, wie wir jetzt regulativ das optimieren. Das Wichtige, was Herr Buchholz ja angedeutet hat, ist in dem Bereich das nachzuvollziehen, was wir bei den Elektrogeräten haben, nämlich dann nicht nur in der Altfahrzeugverordnung, sondern tatsächlich auch in der Altfahrzeugrichtlinie auf EU-Ebene diese Kriterien für die Beweislastumkehr einzuführen, um dann wirklich auch durch denjenigen, der etwas außer Landes bringen will, belegen zu lassen, dass es eben kein Abfall ist. Darum geht es dabei. Das, was da im Ruhrgebiet angesprochen wurde, ist bei Elektrogeräten in möglicherweise sehr ähnlicher Weise kurz vor dem Hamburger Hafen anzutreffen. Wenn Sie da durch die Straßen gehen, da glauben Sie auch nicht mehr, dass Sie noch in Europa wären. Wenn Sie auf den Straßen dann die Kühlschränke aufgestellt sehen und die Leute, die damit umgehen. Also da muss man schon sagen, muss die Behörde vor Ort aktiv werden. So. Ganz, ganz kurze Intervention von meiner Seite auch noch zu dem Thema. Ich sehe schon, also sozusagen aus deutscher Perspektive, ist das eine Antwort, ja? Was wir allerdings auch gesehen haben in den Projekten, die wir international gemacht haben, ist ganz klar, dass es in den Ländern einen eigenständigen Produktionsabfall und Reststoffe, deren Recyclingpotenzial bei weitem nicht genutzt wird, gibt. Sozusagen. Also zusätzlich zu dem Problem, dass wir möglicherweise Abfall exportieren und aus irgendwelchen Dumpinggründen, was schlecht ist, verhindert werden muss, wo wir die entsprechenden Regulatorien anwenden müssen oder auch noch schärfen müssen an der einen oder anderen Stelle. Aber es gibt vor allem in diesen Ländern, wo wir eben auch in echten Entwicklungsländern eben Hauptstädte mit 1 Million, 2 oder auch mal 10 Millionen wie in Kairo haben, die einfach von ihren eigenen Mittelstand reichlich Abfall- und Recyclingmaterial produzieren, was derzeit, solange es wirtschaftlich unter den dortigen Bedingungen möglich ist, auch genutzt wird von den Scavengern, also von dem informellen Sektor, aber eben nur exakt zu diesem Punkt. Und sobald der Punkt irgendwie sich der Kunststoffpreis ändert oder der Rohölpreis ändert oder der Aluminiumpreis ändert, ändert sich auch sofort wieder die Struktur. Es ist also keine nachhaltige Recyclingstruktur. Und das ist sozusagen mehr der Anlass für uns, sozusagen darum zu kümmern. Einerseits natürlich die Exportbedingungen, der Handel, den wir als Deutschland dort haben, aber andererseits auch, wie kann man dieses Potenzial eigentlich besser zugänglich machen? Ja, nochmal vom Herrn Buchert oder wollte Wolfgang hatte vorhin nochmal. Ja, ich wollte nochmal auf dieses Thema Zertifizierung, Produzentenverantwortung, Rückkauf kurz eingehen, weil ich denke, eine reine Zertifizierung allein wird hier nicht allzu viel nutzen. Sondern wenn, dann brauchen Sie, das hatte ich eben versucht deutlich zu machen, auch Institutionen, die vor Ort in der Lage sind, das auch umzusetzen. Sie können es möglicherweise irgendein TÜV und so weiter sicherlich auch dann mit einer Aktion hier aus Europa halt eben organisieren. Aber was Sie auch brauchen ist, Sie müssen dieses finanzielle Delta decken. Das heißt, die Produzenten oder die Inverkehrbringer dieser Produkte müssen auch bereit sein, die Mehrkosten, das hat ja Herr Schleicher ja dargelegt, das ist einfach teurer. Und wenn Sie diese finanzielle Frage nicht lösen, dann werden Sie vor Ort an kein einziges Gramm dieser Rohstoffe herankommen. Weil dann diejenigen, die es halt eben mit schlechteren Praktiken oder in die schlechteren Verwertungswege bringen, höhere Preise bezahlen können. In Ghana ist die Situation die, dort wird der Elektroschrott nicht gesammelt, der wird abgekauft. Das heißt, es gibt Sammler, informelle Sammler, die gehen von Haustür zu Haustür und kaufen den Haushalten den Müll ab. Das ist quasi schon ein Rückkauf. Und wenn Sie den Leuten nicht mehr bieten können als das, was sie auf dem normalen Markt bekommen, wird jedes noch so gut gemeinte System nicht funktionieren. Ja, nochmal Buchholz zu dem Fall Ruhrgebiet. Vielleicht ist das ja ein Fall, der in den Kontrollplänen der Länder, die bis, glaube ich, Anfang nächsten Jahres zur Abfallverbringung vorgelegt werden müssen, auftauchen wird. Da müssen die Länder ja Pläne mit Hochrisikoströmen benennen und auch Maßnahmen benennen.
bevor Material in dem Hafen ist, was man denn tun kann. Vielleicht ist dann das Ruhrgebiet dann auch damit dabei. Standards, Herr Schleicher, natürlich ist ISO gut und richtig und Senelec ist alles gut und richtig. Das hilft aber nichts, wenn wir nicht einen Legal Hook kriegen. Also das heißt, wenn wir es nicht anflanschen können an bestehende Regulierung. Deswegen mein Beispiel eben mit Artikel 8, glaube ich, der WI-Richtlinie. Da haben wir ja so einen Ankerpunkt, wo man das machen kann. Da ist ja auch viel in Arbeit. Dann noch eine letzte Anmerkung. Wir haben heute Morgen ja viel gehört über Rohstoffverantwortung. Das ist ja quasi das Pendant zur Produktverantwortung. Die Abfälle von gestern sind unsere Rohstoffe von heute. Wir haben viel darüber gehört, dass Hersteller Verantwortung dafür übernehmen müssen, nachzuweisen, wo kommen ihre Rohstoffe her, sind sie unter Umwelt, unter richtigen und sachgerechten Umwelt- und Sozialstandards abgebaut worden, dass wir als EU, als Hersteller der EU dort über Dodd-Frank, über die geplante EU-Regulierung in der Pflicht sind, hier genau nachzuweisen, wo unsere Rohstoffe herkommen. Wenn es stimmt, dass unsere Abfälle, unsere Rohstoffe sind für morgen, dann ist das natürlich, was wir eben diskutiert haben, nur die spiegelbildliche Seite der Medaille bei den Exporten. Es kann nicht sein, dass wir bei Rohstoffen gefordert werden, bis in den kleinen Bergbau nachzuweisen, wo die Stoffströme herkommen, und bei den Abfällen, unseren Rohstoffen, die wir exportieren, sagen, dass das können wir nun nicht und das wollen wir auch nicht. Das ist für mich dieselbe Seite der Medaille, und wenn wir das richtig machen, sollte das auch möglich sein. Wir haben alle Instrumentarien, wir haben Notifizierung, wir haben Anhang 7 Formulare, da müssen wir nicht viel Neues schaffen. Wenn wir es richtig anwenden, müsste das möglich sein. Wir haben vielleicht tatsächlich eine Gruppe sozusagen, die an dem Spiel beteiligt ist und die eigentlich auch sozusagen, wenn man die Herstellerverantwortung ernst nimmt, auch außerhalb von Europa, die auch Geld in das Spiel reinbringen müsste, haben wir nicht im Raum und nicht am Tisch. Das ist möglicherweise ein Konstruktionsfehler, aber an anderen Gelegenheiten hatten wir die auch dabei. Also wie die Hersteller sozusagen, die Inverkehrbringer, wie die dieses Gap schließen könnten sozusagen, ja? dass man Produzentenhaftung ins Spiel bringt, auch außerhalb Europa. Gibt es dazu, weiß ich ja, dass es irgendwie Pilotprojekte oder Überlegungen gibt, was kann man da schon an ersten Kenntnissen, Erfahrungen machen? Hängt das dann auch alles an der Rechtsstaatlichkeit und an den Rahmenbedingungen? Muss man befürchten, wenn es da Rücknahmesysteme gibt, dass der gleiche Pfandgegenstand 10-mal zurückkommt? Oder was für Befürchtungen sind das? Oder was sind die Hindernisse, dass solche Produzentenhaftungsgeschichten dort nicht in Gang kommen? Ich sage mal, hier in Europa, bei Waschmaschinen funktioniert es von selber, aber es gibt auch Bestandteile im Elektronikschrott, wo zugezahlt werden muss von den Herstellern. In Batterien, denke ich jetzt mal, oder sowas, in Kleinbatterien. Da wird reingezahlt. Ja. Wieso oder was sind die Hindernisse, dass man sowas in anderen Ländern mit Schwierigkeiten, oder was sind die Hauptschwierigkeiten? Vielleicht kannst du da, Tobias, ja. Es kommt eben darauf an, wie die ausgestaltet sind, diese EPA-Systeme. Ich meine, wenn man jetzt einen staatlichen Fonds hat beispielsweise, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwie Korruption im Spiel ist, natürlich deutlich höher, als wenn man ein System hat wie bei uns, wo dann Hersteller teilweise selbst verpflichtet sind, ein Sammelsystem zu etablieren und so weiter. Also es kommt, denke ich, ganz stark darauf an, wie man es ausgestaltet und wie es dann auch zugeschnitten ist. Nur ist es natürlich auch schwierig, sage ich mal, aus Europa raus anderen Ländern zu sagen, wie sie das nachher umsetzen sollen. Ich meine, was wir als Experten, als Gutachter und so weiter machen können, sind natürlich unsere Meinung irgendwo kundzutun. Aber wir kommen ein Stück weit immer wieder auf dieses Problem der Good Governance oft. Und es gibt eben ein Pilot, das ich vorher schon erwähnt hatte, wo dann Hersteller tatsächlich direkt auftreten und es wieder rauskaufen aus dem Markt. Eben mit das Delta tatsächlich am Ende der Kette bereit sind zu zahlen. Scheint ganz gut anzulaufen, aber mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ich kann jetzt nur auf dieses Paper verweisen, das auf der Electronic Screen-Konferenz hier vorgestellt wurde. Genau.
Genau. Ja, du hast nach Beispielen gefragt. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Eins, von dem ich nicht weiß oder eher skeptisch bin, wie es denn funktioniert, und eins, wo es lange Zeit sehr gut funktioniert hat. Fangen wir mit dem schlechten Beispiel mal an. Das schon öfter erwähnte Vorhaben in Ghana. Da ist jetzt ein TZFZ vor, also im Rahmen der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Ein Vorhaben wird jetzt starten, das im Wesentlichen darin besteht, neben der Beratung und Verbesserung halt des Know-hows und Schaffung von Rechtsrahmen und so weiter, was die Kollegen der GEZ machen, unter anderem halt auch sowas wie ein Rückkaufcenter zu finanzieren. Wir haben im Öko-Institut auch sehr stark an der Konzipierung dieses Vorhabens mitbeteiligt, was sie sehr gut gemacht haben. Und das Ganze ist einfach deswegen vergleichsweise schnell so gestrickt worden, weil die politische Erwartung auf deutscher Seite ist, wir müssen schnell eine Lösung finden. Wir sind deswegen, das sage ich hier ganz offen, skeptisch, weil eine Lösung zu implementieren, ohne Verankerungspunkte zu haben, ohne eine bestehende Struktur zu haben, die insgesamt die Abfallwirtschaft in der Lage ist zu managen, über den Rechtsrahmen, über die entsprechenden Organe, die ich brauche, über die Träger, die ich brauche, ist ein hohes Risiko. Aber der Ansatz ist halt eben zu versuchen, über zunächst mal Geld, was wir dort reingeben, Mittel in das System reinzubringen, um halt eben diese Delta-Kosten zu decken. Und über begleitende Öffentlichkeitsarbeit und so weiter zu versuchen, auch sowas wie einen moralischen Druck und auch natürlich Erkenntnisgewinn zu fördern, damit halt eben auch dann mehr und mehr sowohl die Handelnden als auch diejenigen, die halt die Handelnden beobachten, sprich die Bevölkerung, die von den indirekten Gesundheitswirkungen negativ betroffen sein kann, ein Klima zu erzeugen, was dazu führt, dass nach und nach ein besseres Recycling, ich drücke es mal so ganz platt aus, zu erreichen. Und parallel dazu drängen wir darauf, das Ganze macht ja keinen Sinn, wenn wir von deutscher Seite aus da immer jede Menge Geld reingeben würden über Jahrzehnte, dass parallel dazu halt eben ein nationaler Umweltfonds aufgebaut wird, der halt eben dann dauerhaft genau diese nationale Regelung schafft, um halt eben dieses Geld zu erwirtschaften, was ich brauche, um dauerhaft dieses höherwertige Recycling auch zu gewährleisten. Solange nicht die Erlöse aus den Rohstoffverkäufen diese Kosten decken. Die aktuelle Entwicklung ist leider die, dass eine ominöse Planung plötzlich auftaucht, kurz vor den Wahlen in Ghana, wo man vermuten muss, dass möglicherweise dieser nationale Fonds, ich sage mal, nicht so ganz zielgerichtet verwendet werden soll. Ich will es nicht weiter ausführen. Also es zeigt, wie anfällig diese Systeme eigentlich sind. Ich habe noch ein positives Beispiel versprochen, und das ist das Beispiel Tunesien. Tunesien hat, ich will jetzt nicht Ben Ali in seinem Regime hier hinten nachweinen, aber immerhin hat zu der Zeit, zu Ben Alis Zeiten, das Land halt eben Umweltpolitik als ganz klare Priorität ausgerufen. Und zwar deswegen, weil sie erkannt haben, dass sie das, was sie verkaufen können, nämlich ihr Land als touristisches, interessantes Zielgebiet, wirklich dauerhaft nur dann machen können, wenn es auch sauber gehalten wird. Das hat das Regime Ben Ali erkannt und hat den Umweltschutz, insbesondere die Abfallwirtschaft, aber auch die Abwasserentsorgung sehr stark gefördert. Und sie haben dieses Problem, wie decke ich eigentlich die laufenden Kosten? Ich hatte es eben am Eingangsstatement erwähnt, das ist eigentlich das Kernproblem oder mit eines der Kernprobleme. Darüber halt eben gelöst, indem sie halt Produktabgaben auf bestimmte Produkte erhoben haben, auf Verpackungen, auf Reifen, auf Altöl, auf Plastik, auf, also 7 oder 8 Produktgruppen. Das ging auch in den nationalen Fonds. Ich möchte auch nicht behaupten, oder ich denke, im Nachhinein wissen wir halt eben auch, dass zumindest Teile davon noch abgezweigt worden sind. Aber immerhin sind über diesen Fonds 80% der laufenden betrieblichen Kosten der Entsorgungsinfrastruktur, und die ist halt für den Kontinent, für Afrika sehr gut gewesen. Geordnete Deponien sind dort halt eben auch mit unserer Unterstützung realisiert worden. Transferstationen, also ein modernes Grundbasisentsorgungssystem für nahezu das gesamte Land. Und das Land hat es geschafft, über diese Produktabgaben das Kernproblem deckender laufenden Kosten zu decken. Und das ist ein Beispiel dafür, dass, wenn der politische Wille gegeben ist, das Problem zu lösen und ich auch all diese Aspekte, die halt eben zum Funktionieren des Systems beitragen, auch wirklich aktiv angehe, vielleicht mit Unterstützung derjenigen, die schon ein bisschen länger Erfahrung haben. Wir machen jetzt seit 30 Jahren, bauen wir unsere Kreislaufwirtschaft auf. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, aber wir haben doch ein bisschen mehr Erfahrung, dass das halt eben wirklich auch dann zeigt, es könnte funktionieren. Nun ist Tunesien eher ein kleines Land, das lässt sich ein bisschen einfacher machen. Aber wir sollten an solchen Beispielen können wir erst mal üben. Wenn wir dann sehen, wie wir auch hier als deutsche Institutionen zusammenarbeiten können, das besser koordinieren, welche Schritte sind erforderlich. Ich denke mal, da können wir wirklich einen Beitrag leisten, um das, was wir wollen, mehr Rohstoffe auch in die Kaskadennutzung zu bekommen, Klimaschutz zu betreiben, die Meeresvermüllung zu vermeiden.
dass wir da einen Schritt vorankommen. Nochmal Detlef Schreiber, GIZ. Fand ich jetzt sehr gut die Beispiele. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, um ein wenig zu widersprechen der Aussage, dass die erweiterte Produzenten- oder Produktverantwortung nicht so funktioniert. Ich glaube, gerade heute wird dazu in Chile ein Gesetz verabschiedet. Was wir erleben, ist schon, dass es, sagen wir mal, sehr viele Bemühungen und Anstrengungen, sehr viel Interesse in diese Richtung gibt. Dass das also, sagen wir mal, der ganzen Instrumentengruppe, die es so gibt, wirklich eines ist, was auch ganz gute Perspektiven hat aus unserer Sicht. Nur ist Chile natürlich ein ganz anderes Land als Ghana. Und Ghana ist noch eines der fortgeschritteneren in Subsahara-Afrika. Aber je nach Situation, glaube ich, kann die Situation auch sehr unterschiedlich sein, was jetzt letztendlich wirkt. In Tunesien war es vor allen Dingen der Tourismus als ökonomische Kraft, die natürlich durch eine nicht funktionierende Abfallwirtschaft ganz entscheidend geschwächt wurde. Wir sehen es ja auf Djerba. Ich weiß nicht, wie die Situation jetzt ist, aber da hat die Müllentsorgung nicht funktioniert, hat natürlich auch entscheidende Auswirkungen dort auf den Tourismus. Aber ich glaube, es gibt halt natürlich Instrumente, die wirken können. Aber das ist auch, wie Wolfgang Pfaff-Simon halt sagte, schon ein sehr, sehr langfristiger Prozess. Und den muss man, glaube ich, auch langfristig dann begleiten. Aber wir haben jetzt wirklich sehr viel wirklich über die E-Waste-Problematik auch in Afrika und speziell Ghana gesprochen, weil da gerade so auch in Deutschland eben so eine große Aufmerksamkeit da ist und auch ein großer politischer Druck. Und wegen der Langfristigkeit haben wir da auch ein bisschen Sorge, ob man da so schnell wirklich die Ergebnisse produzieren kann, natürlich, wie man sich eigentlich erhofft. Aber ich denke, es gibt noch viele andere Länder. Also wenn wir zum Beispiel zum Thema jetzt Marine Litter sprechen würden, dann müsste man zum Beispiel stärker nach Asien schauen, weil da einfach in sehr vielen Ländern der Haupteintrag im Moment erfolgt. Und da hat man auch wieder ein bisschen andere Voraussetzungen als in den afrikanischen Ländern. Ich kann auch noch mal ergänzen zu dem Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von EPA-Systemen. Der Kollege Mannhardt war letzte Woche wieder in Nigeria und hat erzählt, dass die dortige African E-Waste Alliance, wo tatsächlich die Hersteller zusammensitzen und das seit vielen Jahren, immer noch nicht funktioniert. Also es gibt auch Fälle, wo es tatsächlich überhaupt nicht ins Rollen kommt. Ganz, ganz unterschiedlich. Ja, ich würde auch ganz gerne nochmal zu der Idee, die der Herr Bongardt vorhin in die Runde warf, reagieren. Aber zuvor nochmal grundlegend der Hinweis. Mir scheint, wir reden fast ausschließlich über den Strom der Elektroaltgeräte hier. Das mag sein, dass Öko-Institut sich besonders damit befasst hat, auch in Studien. Mein Ansatz bei meinem Einleitungsstatement galt allgemein. Und wir haben in vielen Zielländern, wo wir Kooperationen haben, ganz andere Herausforderungen als E-Waste. Wenn wir nach Asien schauen, haben wir das Thema biogener Abfälle. Da findet natürlich auch immer parallel E-Waste mit statt, das ist richtig. Aber da gibt es dann andere Prioritäten durchaus auch. Es gibt in vielen Regionen gerade auch das Thema der Bauabfälle, was ganz besondere Herausforderungen dann halt stellt. Die Thematik des IPR-Konzepts, die ist natürlich vielfältig. Angesprochen auf die nationalen Regelungsmöglichkeiten heute, habe ich gerade auch bei dem Elektrogerätegesetz ja schon hingewiesen. Das Gleiche ist aber auch bei den Abfallströmen, Verpackungen, Batterien und Altfahrzeugen, dass das, was sozusagen in der Produktverantwortungspflicht steht, was in Deutschland in Verkehr gebracht wurde, zurückgenommen und zu bestimmten Konditionen auch recycelt werden muss, dass das im Griff ist. Die Idee, wie kann man dann aber in Ländern, wo die Situation sehr
defizitär ist, eine Verbesserung erreichen. Ob das mit IPR-Modellen gelingt, habe ich von Herrn Bongert nun mal so verstanden, dass es gar nicht darauf ankommt, ob sozusagen etwas erstmal hier in Verkehr gebracht wurde und dem nationalen Regelungsrahmen unterliegt, sondern wenn ein Unternehmen in Europa sitzt und liefert zum Beispiel nach Afrika, dann müsste auf EU-Ebene geregelt werden, dass dort die Produktverantwortung wahrgenommen wird. Das kann man aus vielfältigen Gründen durchaus als für eine sehr nachvollziehbare Forderung erachten, finde ich. Ob das mit dem aktuellen Rechtsrahmen, den wir in Europa haben, realisierbar ist, ist die Herausforderung. Denn da kann bislang das, was zu sagen an wirtschaftlicher Tätigkeit im europäischen Rahmen erfolgt, natürlich diesen Regelungen unterworfen werden, aber nicht allein, weil der Geschäftssitz in Europa ist, möglicherweise noch nicht mal der Produktionsort, eine entsprechende Regelung getroffen werden. Das bedarf der Kooperation, gerade auch mit diesen Zielländern. Und da denke ich, sind solche Ideen, die gerade auch schon anklangen, der naheliegendere Weg, dass man eben ertüchtigt, dort Regelungen zu treffen, die die Produktverantwortung gleicherweise einfordern. Da kommt man aus meiner Sicht viel schneller zum Ziele. Und das ist eben auch Bestandteil von Beratung, von Kooperation, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Kann ich total nachvollziehen. Mir ging es auch eher um solche Instrumente wie nachhaltige Unternehmensführung. Ja? Also wir haben globale Konzerne, die global aufgestellt sind und die nicht nur einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen sollen, sondern eben auch gute Projekte machen. Und wenn es eben ein Beispielprojekt gibt, gut. Aber es gibt ja auch so Mischansätze. Ich kann mich erinnern, auf der Resource irgendwann mal wurde Umicore, Ampa und noch irgendjemand vorgestellt, die in Indien E-Waste von informellen Sammlern eingesammelt haben und dann in Belgien den wieder verhüttet haben oder so. Ja. Und wenn man großen Unternehmen, die werthaltige Produkte irgendwo auf den Markt bringen, das vor Augen hält und sagt und auch so ein bisschen den moralisch-politischen Druck sozusagen jenseits der Rechtsregulierung in den Vordergrund stellt, dann kann das ja durchaus dazu führen, irgendwie, jetzt weiß ich nicht, eine Unilever und ein IKEA, die wollen auch viel mehr Recycling-Kunststoff einsetzen und setzen sich eigene Strategien und Ziele sozusagen dafür, dann kann man das ja vielleicht bei der Rücknahme von werthaltigen Produkten vielleicht auch sozusagen durchspielen und wenn der eine es macht, macht der andere es auch. Ich sage nicht, dass es die Lösung des Problems ist, aber in Konzerne, die so global aufgestellt sind und so einen Umsatz machen, vielleicht noch fehlt und man darauf hinwirken müsste. Wir haben das auch sozusagen in unseren Projekten durchaus festgestellt, dass es solche Nischen gibt, sozusagen internationale Konzerne, die auch gar nicht, sage ich mal, jetzt das Verwertungsinteresse haben müssen. Das kann auch ein IT-Konzern sein, die sozusagen bestimmte Governance-Prinzipien haben und die auch versuchen, weltweit umzusetzen und dann auf einmal vor der Frage stehen, was mache ich zum Teufel mit meinem Computerschrott in Ägypten? Und die dann tatsächlich auf Nischenanbieter zurückgreifen müssen, mit denen wir dann eben auch kooperiert haben und festgestellt haben, es gibt tatsächlich dann irgendwie einen einzigen ganz Ägypten, der irgendwie sicherstellt, dass die Dinger zerlegt werden und auch in die entsprechenden Kanäle geschickt werden und nicht sozusagen in minderwertigen Recyclinganlagen recycelt werden. Aber das ist tatsächlich ein Nischenmarkt und tatsächlich ist so, dass dieser Nischenmarkt aber eine, sage ich mal, ein Initialfeuerchen, ein Initialfunke sein kann, um überhaupt einen Markt zu entwickeln, damit eben zum Beispiel, wenn ein deutscher Partner dort weiterarbeiten will, dass er überhaupt schon mal einen Ansprechpartner findet. Ja. Also von daher sind diese CSR-Geschichten durchaus auch ein Ansatzpunkt, den wir für wichtig halten, um solche Nischen zu entwickeln und in solchen Funken ein bisschen reinzublasen, damit dann da kleine Feuerchen daraus entstehen können. Das, was ich jetzt sozusagen aber auch nochmal von Benjamin Bungert auch nochmal aufnehmen wollte, ist, wir haben jetzt viel tatsächlich über Länder gesprochen, die in der Entwicklungszusammenarbeit sind. Wir haben weniger über die OECD, wir haben auch wenig über sozusagen China. China haben wir inzwischen den Eindruck, dass China ist
uns relativ bald überholen wird in den Anforderungen ans Recycling, weil die auch sehr, sehr großen Hunger haben, dadurch, dass sie sozusagen ihre Infrastruktur in einem derartigen Maß entwickeln und ihren Stock aufbauen, den wir schon zum großen Teil haben, aber eben in der Aufbauphase sind, haben die einen so großen Hunger nach Sekundärmaßnahmen, Sekundärrohstoffen, dass sie das erst gekauft haben zu guten Preisen auf dem europäischen Markt oder auf dem amerikanischen, aber inzwischen merken, dass es natürlich vielleicht doch schlauer wäre, auch das eine oder andere bei sich selber einzusammeln. Das geht dann auch sehr schnell in China nach unserer Erfahrung, wenn die erstmal auf dem Trichter sind. Aber es gibt innerhalb der OECD durchaus auch Länder, das Stichwort New York ist schon mal gefallen, ja, dass also die USA unglaubliche Mengen an Wertstoffen noch deponieren, also wo sozusagen da ganz, ganz andere Verhältnisse noch stattfinden. Sozusagen, worauf ich hinaus will, oder nochmal, ist denn eigentlich, sind wir eigentlich darauf präpariert, sag ich mal, in den G7, G9, G20, wie sie alle heißen, auch dort langsam Schienen aufzusetzen, weil wir wissen ja, die Rohstofffrage ist nicht nur so eine Frage der Knappheit irgendwann, sondern sie ist auch mit der Klimafrage auch verknüpft an vielen Stellen, vor allem wenn wir in die Massenmaterialien reinkommen. Und sind wir eigentlich auch zum Beispiel vorbereitet, dass wir welchen Beitrag der Kreislaufwirtschaftssektor zu den Klimafragen stellen kann und auch zu den Mitteln, die dann auf einmal sozusagen global galaktisch da versprochen sind, die in den Klimamittel reinfließen sollen, sind wir als Abfallsektor eigentlich auch darauf vorbereitet, da mitzuwirken, weil wir müssen uns ja umstellen von CDM und weiß der Teufel was alles auf ganz neue Finanzierungsstrukturen auch. Ist die Abfallwirtschaft darauf vorbereitet? Ich meine, es war jetzt an zwei von den hier Sitzenden adressiert. Einmal vielleicht ist die Politik dabei, das bei G7 zum Beispiel aufzugreifen. Ja, heute Morgen hat Frau Schwarze-Lüder-Sütter das ja deutlich angesprochen, Elmau. Da ist das Thema gewesen und Nachfolgearbeiten sind unmittelbar nach Elmau auch erfolgt. Es ist ein intensiver Dialog, gerade zu Ressourceneffizienz in dem Bereich mit angesiedelt. Und das ist das, was Herr Kurt ganz gewiss gleich viel besser ausführen kann als ich. Die deutsche Entsorgungswirtschaft leistet ja auch schon einen enormen Beitrag zur Erfüllung des Klimaziels von Deutschland mit rund 20%. Und das weiß man international auch darzustellen und zu erkennen, welch wichtigen Beitrag eine wirklich moderne Kreislaufwirtschaft da leisten kann. Und ich denke, dass das sicherlich auch über dem großen Teich irgendwann mal ankommen wird. Zumindestens hat die Kollegin aus New York, die ich vorhin dann da angesprochen hatte, kundgetan, dass New York demnächst Zero Waste City werden wird. Es ging ein Schmunzeln durch den Saal angesichts der Tatsache, dass die Abfälle aus New York über 600 Kilometer transportiert werden, bevor sie dann in zumeist Löchern oder noch nicht mal Löchern dann verschwinden. Aber das ist ja auch ganz gut, wenn man dann ein ambitioniertes Ziel sich setzt. Nein, die Frage an mich adressiert, ja, die Politik hat das schon erkannt und das ist Thema auch weiterhin bei G7. Ich betrachte es als ein Kompliment für die deutsche Kreislaufwirtschaft, dass China so sehr an uns interessiert ist. Firma Scholz ist genannt, 100% chinesisch, der größte Schrottrecycler Europas. EEW, die frühere Müllverbrennungssparte von E.ON, zu 100% Eigentum der Stadt Peking mit 21 Müllverbrennungsanlagen. Und ein prominentes Berliner Entsorgungsunternehmen hat jetzt auch für Teilaktivitäten einen chinesischen Mehrheitsgesellschafter. Das ist durchaus beachtlich. Ich teile Ihre Einschätzung völlig. China geht mit beeindruckender Schnelligkeit und Konsequenz daran, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass es in längstens 5 Jahren vom Niveau her jedenfalls vor den Vereinigten Staaten liegt. Das ist mal überhaupt keine Frage. Das ist auch keine große Herausforderung, das stimmt. Dann sage ich mal, Vereinigte Staaten unter Berücksichtigung von Kalifornien und anderen Regionen, die schon ein bisschen weiter sind. Und dann haben wir ja auch schon gleich 2 gute Beispiele,
die nah im Alphabet liegen. In Chile tut sich eine Menge, in China tut sich eine Menge. Gleichwohl. Eine Conclusio für mich: Die Entsorgungsprobleme der allermeisten Länder außerhalb Europas bestehen nicht darin, die illegalen Exporte aus Europa zu stoppen. So wichtig das ist, die zu stoppen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das löst die Probleme ja nicht. Das ist das, worüber wir uns in Brüssel und ansonsten verständigen müssen. Ich teile auch die Einschätzung, dass der Vollzug nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch im Hamburger Hafen nicht funktioniert, was das angeht. Aber darum geht es nicht im Wesentlichen, sondern es geht darum, dass wir Kreislaufwirtschaft vor Ort etablieren. Und wenn Sie hier in Ihrer Broschüre schreiben, unsere Bevölkerung und der Gebrauch endlicher Ressourcen wächst genauso schnell wie unsere technische Fähigkeit, die Umweltprobleme zu lösen oder eben nicht zu lösen, dann würde ich mir ein bisschen mehr an Lösungsansätzen wünschen und ergänze dann nur das, was Herr Dr. Rumler gesagt hat. Die Aktivitäten, die zahlreichen, müssten ein bisschen zielgerichteter noch laufen und brauchen auch mal ja überhaupt so Zwischenziele, wo wir eigentlich denn hinwollen, was wir machen wollen. Und ich fände den Ansatz unverändert gut zu sagen, wir bieten einem Land wie Ägypten oder Indien, bieten wir ausdrücklich die Rohstoffpartnerschaft im Kontext Sekundärrohstoffe an und diskutieren über die Etablierung von Produktverantwortung und schauen uns an, wie kann man den zivilen Sektor einbeziehen und schauen uns an, wie gehen wir mit gefährlichen Abfällen um und so weiter. Das fände ich als Bild, und Politik arbeitet ja auch mit Bildern, fände ich schon angemessen und notwendig. Und ich glaube, dass wir dann wirklich auch an die größeren Hebel etwas rankommen. Ja. Das war schon fast wie ein Schlusswort. Wir müssen auch jetzt leider, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Vielleicht Wolfgang, wenn du noch, du wolltest vorhin auch noch mal auf die Vorbereitung, auf die... Ich wollte auf das Thema Klimaschutz eingehen, ja? Aber das wird zu weit führen. Okay, das wird zu weit führen. Ich glaube tatsächlich, aber dass wir uns tatsächlich von den Instrumenten her da auch noch ein bisschen darauf vorbereiten müssen, dass wir sozusagen den Switch schaffen müssen, wie diese Finanzierung aus solchen Instrumenten, auch aus solchen Instrumenten funktionieren kann, dass wir da nicht überrascht sind und zu lange brauchen, bis wir solche Instrumente aus dem Klimaschutz auch für die Abfallwirtschaft zugänglich machen können. Ich denke, wir sind mit der Zeit dann auch im Rahmen geblieben. Wir müssen dann auch bald wieder unten erscheinen und ich bin auch ganz gespannt, was der Herr Kurt dann sozusagen vielleicht sogar ein paar Worte hier aus diesem Kreis berichten wird. Er guckt auch gerade ganz überrascht. Ich nehme nicht den Satz von meinem Kollegen. Ich habe noch ein anderes Zitat, das ich dann gleich noch loswerde. Nochmal das Mikro. Ich da so einleitsam, aber zum Stichwort Zero Waste in New York ist ja eben die... Das Mikro. Achso, pardon. Bitte auch anschalten. Ja, Mist. Ich wollte noch ein Zitat vielleicht zum Mitnehmen auch hier loswerden. Stammt nicht von mir, aber die Veranstaltung eben über Abfallwirtschaft in Megacities ist ja eben schon mehrfach erwähnt worden. Und die Dame aus New York ist mir deswegen in Erinnerung geblieben. Sie sprach nicht nur von Zero Waste, was ein gewisses Schmunzeln hervorgerufen hat bei allen oder bei fast allen. Sie sprach auch davon, und das ist ein Satz, den habe ich mir auf der Zunge zergehen lassen, we hope to develop a concept. Ich würde ganz gerne noch darauf aufmerksam machen, hier liegen noch ein paar Broschüren von diesem, sagen wir mal, sektoralen Ansatz mit Abstrichen. Wer mag, kann das gerne hier vorne mitnehmen. Es reicht nicht für alle, aber ich würde mich freuen, wenn ich es nicht wieder mit nach Frankfurt nehmen muss. Danke. Kann ich mich jetzt nur noch bei den Referenten bedanken, diesem hochkarätig besetzten Podium. Und ich nehme das schlicht und ergreifend einfach mit an uns nach Hause, dass es auch eine gewisse Wertschöpfung für unser Institut ist, dass Sie sich sozusagen die Mühe gemacht haben, hier mit uns zu diskutieren. Vielen Dank.